Moin! Und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe HSV Fan Talk auf dem Vater-Sohn-Kanal. Heute ein ganz besonderer Fan Talk. Ich glaube, ihr wisst auch warum. Werder Bremen steht an, aber erstmal Sandhausen. Eins nach dem anderen. Ich habe so viele Sachen im Kopf. Ist ja der Wahnsinn. Erst einmal geil, dass du da bist. Ja, und Fanny, sag auch mal Hallo. Ja, danke. Ja, komm. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittwochabend, 19 Uhr, Primetime. Ich glaube, da hält nicht mal Wetten das mit mittlerweile. Wenn wir mit euch gemeinsam online gehen und über unseren HSV schnacken, Rede und Antwort stehen und wieder einmal eines Besseren belehrt werden, ne? Oder? Ja. Es gibt nichts Geileres am Mittwochabend, außer Moritz Schröder. Und vor allem Moritz Schröder. Vor allem mit einem Sieg im Nacken, ne? Mit einem Sieg im Nacken. Heidenheim 2-0. Auch das heute natürlich Thema bei uns. Riesenthema, Riesenthema. Aber natürlich auch on top wird es dann unser Gewinnspiel sein, wo wir nachher drauf kommen und euch nach und nach alles erklären, wie wir das uns vorstellen und vonstatten gehen. Und nein, es ist kein Fake. Es wird wirklich ein Treffen mit uns geben, welches wir verlosen. On top geht derjenige dann auch noch mit ins Stadion, weil wir eine Karte verlosen und überhaben. Und dementsprechend dann, ja, alles weitere später. Wollen ja nicht zu viel vorgreifen, ne? Wollen ja nicht zu viel vorgreifen. Eigentlich hast du ja schon alles gesagt, aber Scheiß wir wollen drauf. Nicht zu viel vorgreifen. Scheiß drauf. Schön, dass du da bist. So ist es. Moritz Schröder, willkommen bei VIP Gold. Vielen, vielen Dank dafür, mein lieber, mein jüngster, bester, alter, geile Nummer. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist VIP Gold. Läuft, Alter. Das ist VIP Gold, Digi. Sieg im Nacken, 2-0 zu Hause gewonnen gegen Heidenheim. Ja, war ein guter Gegner, aber wie gesagt, auch dazu natürlich später mehr. Dann natürlich der nächste Gegner, SV Sandhausen. Wir müssen nach Sandhausen. Fadi, wo liegt eigentlich Sandhausen, Alter? Das ist scheißegal. Am Ende, wir fahren da kurz hin. Eher Westen, Osten oder Süden? Ja, im Süden, ne? Ja, ne? Ja, ja. Würde ich auch sagen, ja. Würde ich auch sagen. Ja, bleibt ja auch nicht viel über. Nee, Norden ist es nicht. Nee, im Norden ist es nicht. Und Mitte weiß ich nicht. Es ist völlig egal, wo es liegt. Wir sind eh nur kurz da. Kurz mal anhalten, 90 Minuten. Und dann wieder Abfahrt, yalla. Denn es läuft derzeit bei uns, glaube ich, richtig gut. Richtig gut. Und ich glaube, wir freuen uns derzeit gerade vom Spieltag zum Spieltag. Jetzt Sandhausen, dann heißt es Werder Bremen, dann heißt es Karlsruhe DFB-Pokal. Wo ich auch im Stadion sein darf, liebe Grüße an Tobias an dieser Stelle, der viel und eine ganze Menge gemanagt hat, gegen Bremen im Stadion. Ja, im Moment nur glückliche Zeiten. Nur ja. Glückliche Zeiten. So sieht's aus. So, ja, so sieht's aus. Guck mal, Sandhausen liegt bei Heidelberg. Heidelberg, da wird auch Baden-Württemberg. Wein. Da wird ja auch Wein angebaut, glaube ja, ich. Ne? Da also auch, ja, Heidelberg. Da kannst du auch Heidelberg, sagt ja der Name schon, ne? Ja. Bergig. Wein. Und Weinbären. Heidelbeeren vielleicht auch. Findest du da auch? Ich weiß es nicht. Die eine oder andere. Die ja. eine oder andere. Geil, dass du am Start bist. Wir wollen anfangen natürlich mit der Begrüßungsrunde. Ja, ruhig Blut, ne, Tiki. Ruhig Blut. Was ist denn jetzt los? Na, ist ja mal entspannt. Ich möchte auch noch ganz kurz zumindest nochmal, wer es in den Stories gesehen hat, ist kein Scherz. Ich glaube, ich habe den besten HNO-Arzt, ne, habe ich. Auch nach Erzählung, ich habe dir erzählt, was für ein Typ, den besten HNO-Arzt in Hamburg bekommen. Liebe Grüße an Dr. Kutter an dieser Stelle in Altona. Wer wirklich einen HNO-Arzt sucht, das soll keine Werbung sein, sondern einfach, weil der absolut Plan hat und auch noch HSV-Fan ist, habe ich zumindest rausgeschnorchelt bei der Untersuchung. Das ist schon eine geile Nummer. Der möge doch nach Dr. Kutter Mercado Altona suchen. Und dann ist er da und schickt mal liebe Grüße von mir rüber. Falls in der Fußgängerzone, ne? Nein, Mercado, Digi. Ja, in der Fußgängerzone. Klar. Nee, direkt im Mercado. Ja, in der nee. Fußgängerzone. Ja, da ist eine Fußgängerzone, ja. Aber Mercado ist auch im Mercado. Drin, Junge. Im Mercado. Ja, ja. Klar. Sei es drum.
dann geht das wieder los. Ja. Dann habe ich noch eine Info, weil wir ja gerade am Anfang sind. Also eine News nach der anderen. Dann haben wir noch die Nummer. Morgen kommt unser Best of Januar raus. Und im Februar, Mitte Februar. Ja, ist immer für den letzten Monat, du willst ja, heute. Besser spielt als nie, ne? Dann hast du schon wieder Sorgen mit dem, was ich tue? Nee. Mach ja nur eine. Du setzt dich immer schön ins gemachte Nestchen, Kuschelbett und sahnst an. Junge, ich bin doch auch voll on Tour, Junge. Ich stehe doch auch unter Strom. Junge. Ja, solltest du mal die Finger aus der Leitung nehmen, Junge. Woran muss das ja liegen bei dir, aber scheiß drauf, sei es drum. Jetzt darfst du gerne beginnen, wenn du denn meinst, guten Abend sagen zu wollen und dich bereit fühlst, dann können wir auch unser neues Gimmick vorstellen. Ja, klar. Denn wir haben wieder, auch technisch, nochmal ein kleines Schmankerl für euch. Ja, fangen wir doch mal an, oder? Machen wir. Wir haben jetzt die Möglichkeit, und das ist das Schöne, ganz ruhig, ja. Wir fangen ja ganz oben an, ja. Immer ruhig Blut. Aber ich blende mal die Geschichte ein. Das ist wie Magie. Und ich sage, wenn ihr jetzt Fragen habt, dann können wir mit dem Namen zusammen euch einblenden und könnt dann gezielter auf die Frage eingehen. Denn oftmals weiß man nicht, welche Frage steckt da gerade hinter, weil du musst ja mal man in auch Rätseln so ein bisschen redet. Oh, ist gut. Ist so. Du ist bist so. Richtig gut. Lass uns beginnen mit dem Mittwochabend und der Begrüßung. Wer begrüßt werden möchte, haut jetzt noch in den Chat rein. Wir gehen der Reihe nach durch und fahr die Steuer das. Schön, dass du am Start bist. Laurenz Kreuzer, auch einen wunderschönen guten Abend. Christoph Wallo, wie immer am Start. Geile Nummer. Thomas Krüger lässt sich auch mal wieder blicken. Ganz, ganz liebe Grüße nach Finkenwerder. Also, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Auch Philippe S. Liebe Grüße aus dem stürmischen Karlsruhe. Also, eine stürmische Böe zieht auch über Hamburg. In der Nacht wird es richtig stürmisch. Also sichert euch, weiß ich nicht, eure Sachen im Garten oder was auch immer. Dann Heiko Lüth ist mit am Start. Schön, dass du dabei bist. Außerdem der Chuck Boris. Moin und einen wunderschönen guten Abend. Dann natürlich Oma El Boxer sagt, bin heute leider nicht dabei. Hab gleich Fußballtraining. Viel Spaß und liebe Grüße an Andi und Jensen. Das ist schon wieder ein Hammer, ne? Dass er schon wieder nicht dabei sein kann. Ja, aber Training, Form, ne? Training ist geil. Finde ich cool. Ist das so? Ja, Training ist geil. Hier sind also reichlich Begrüßungen. Also du wirst eine Menge zu tun haben gleich, mein Bester. Ja. Aber wir gehen der Reihe weiter und lass dich nicht stören. Moin, moin. Schön, dass du dabei bist. Pascal Lohr aus der Schweiz. Haben sie alles aufgehoben. Keine Maske, nichts mehr. Richtig geil. Dann ist der Jürgen Daume dabei aus der Hauptstadt. Aus unserer Hauptstadt, Stein Berlin. Lohr. Schön, dass du am Start bist. Dann ist der Jack HSV mit dabei. Moin, fühl dich gegrüßt. Dann unser Sharia Adimi, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend natürlich auch zurück. Dann ist Karma mit dabei. Nur der HSV. Wir sammeln immer gerne Karma, ne? Absolut. Absolut. Und nur positive. Und das positive Karma. Ganz genau so, wollte ich es gesagt Ali haben. Dann ist Ali Bom Basi mit dabei. Nur der HSV. Viele Grüße. Ganz, ganz liebe Grüße zurück. Dann unser Niklas GG ist auch mit dabei. Moin, moin, Männer. Moin, unser HSV-Dino Marc auch mit am Start. Grüß dich. Dann ist Fatih, unser Pauli-Fan, mit dabei. Immer, starke Nummer. Immer richtig geil, wenn du auch mit dabei bist. Gute Kommentare, aber natürlich Pauli-Fan. Wäre sympathischer, wenn du HSV-Fan wärst, aber du bist uns auch so sympathisch. Guten Abend, fühl dich bist gegrüßt. Du bist immer rumgekommen, ne? Ist so, ist so. Alois Schwarz zurück vor. Moin, viel Erfolg am Wochenende. Ich wünsche euch Arnold Schwarz, Trainer vom SV Sandhausen. Alois, heißt ja. Alois. Hört noch nicht so oft, ne? Warte. Vielen, vielen Dank für den 2. Ganz, ganz Hammer liebe Grüße. Ja. Bevor ich es vergesse, zum Gewinnspiel, wer schon ein paar Statuten dazu haben möchte, schaut natürlich auch in die Videobeschreibung und das geben wir noch mit hinzu. Sicherlich auch die Jungs, die hier spenden, gehen mit jeder Spende einem Los mehr in den Topf rein. Dazu aber nachher nochmal explizit mehr dazu. Verstehe ich nicht. Wirst du nachher verfahren. Tobias mit dabei. Moin, ihr Bagaluten. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Nicht nur für die Werder-Bremen-Karte, also
Bei ihm könnt ihr euch höchstpersönlich bedanken, dass er noch eine vierte Karte bekommen hat, die wir heute verlosen können, beziehungsweise dann, nicht heute verlosen, aber heute alles bekannt geben, und nächste Woche Mittwoch wird dann im Stream der Gewinner gezogen. Also, Tobi, nicht nur vielen, vielen Dank für meine Karte, sondern ja, haut mal ein Dankeschön auch raus an Tobi, der die Karte zur Verfügung stellt. Ist auch nicht selbstverständlich. Richtig geile Nummer. Vielen, vielen Dank. Dann ist der Markus Kostovic mit dabei. Guten Abend zusammen. Nur der HSV. Nico Schröder ist auch mit dabei. Moin, nur der HSV. Milan, unser Moderator. Moin zusammen, nur der HSV. Sven Keller ist auch wieder mit dabei. Und der sagt, danke Walter, dass du beim HSV bist. Mit dir geht's endlich wieder nach vorne. Kann man so unterschreiben. Schön, dass du da bist, lieber Günner. Moin, moin. Dann ist der Wody HSV mit dabei. Hallöchen, schönen guten Abend. Auch Moritz Schröder, unser VIP-Gold-Mitglied. Richtig. Hast die richtige Entscheidung getroffen, mein Lieber. Hast alles richtig gemacht. Alles. Dein Geld alles. Ist richtig gut angelegt. Ja, richtig gut. Dann ist NGA002 mit dabei. HSV. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du am Start bist. Dann ist Till Sören Kaczmierczak mit dabei. Der Finn Marokko. Moin. Mike Ebert aus der Landeshauptstadt Kiel. Schön, dass du da bist. Wie immer am Start. Den hatten wir schon. Jackie Jack. Dann ist Frank Dice Deutsch Wappen Pop mit dabei. Er hätte auch nicht gedacht, dass es mit Walter so weit nach vorne geht, so gut aussieht. Also, Janik Petzold, unser Busfahrer, auch mit am Start. Schön, dass du dabei bist. Dann ist der liebe Pascal Loh, hatten wir schon, Digi. Aber es sind ja auch immer noch schöne Sachen mit dabei. Genau, ich bin am Samstag Sandhausen im Stadion, nur der HSV. Ja, aus der Schweiz, dann wohl nicht so weit Richtung Heidelberg. Also ganz, ganz viel Spaß. Dann ist der Face Trash mit dabei. Schön, dass du dabei bist, aus Luxemburg. Also, Vater, Sohn, Goes International. Richtig geile Nummer, schön, dass du dabei bist. Dann ist der Tingel 88 wie immer mit dabei. Moin in die Runde, fühl dich gegrüßt. Dann ist Diana HSV 1887 mit dabei. Ganz, ganz liebe Grüße. Fadi, ihr habt ein Bild auch zusammen. Ne? Ja, wir haben ein Bild zusammen geile gemacht. Nummer. Ja, geile klar, Nummer. Die Familie bleibt zusammen. Ja, also man schätzt sich, glaube ich, an dieser Stelle Diana. Wer Diana nicht kennt, sollte man nach dem Namen Instagram schauen. Wir sagen immer, schaut da mal rein, geben alle Mehrwert mit, und ich glaube, am Ende bleibt die Liebe nie auf der Strecke, ganz im Gegenteil, sie wird immer wieder forciert und jeder macht es auf seine Art und Weise, und das macht sie halt auch gut und ist, glaube ich, so gut wie jedes Spiel im Stadion. Die HSV-Familie halt, ne? So sieht's aus. So ist das. Dann haben wir noch, jawohl! Hendrik Schnell hätte mal wieder richtig Bock auf Stadion. Mein letztes Spiel im Volkswagen war das Stadtderby gegen Pauli, leider verloren. Schön, dass du dabei bist. Dann ist der Joshua Gottlieb mit dabei. Moin, fühl dich gegrüßt, der Digi. Ja, das geht hier zügig, Digi. Ja, das sind ein paar mehr, ne? Ja, dann Quailos. Dann haben wir hier Daniel Egal. Daniel Egal, schön, dass du dabei bist. Ich wünsche jedem HSV viel Glück beim Gewinnspiel. Bei mir wäre es zu kompliziert, um wahrzunehmen. Deswegen halte ich mich beim Gewinnspiel zurück. Sehr, sehr fair. Geil, dass du da bist. Patte G ist mit dabei. Fühl dich gegrüßt, mein Lieber. Ich glaube, das ist die längste Begrüßungsrunde, weil der Rentner hier an der Maus ist. Nico Schröder ist mit dabei. Hallo aus Lüneburg. Tesbel West ist mit dabei. Guten Morgen. Ich weiß nicht, guck mal auf den Tacho, Junge. Wir haben Viertel nach 7. Dennis Siegmeier, Jungs, da so. Es bringt aufzuhalten. Ich helfe beim 0-0-Sieg. Mit einem Euro. Vielen, vielen Dank für den Euro und Pulli. Vielen, vielen Dank für dein Abo. Du bist hier richtig aufgehoben, mein Lieber. Dann ist Peter Rehmer mit dabei. Liebe Grüße aus dem Krankenhaus in Hamburg. Liebe Grüße, Janis. Ich hoffe, bei dir ist nichts Schlimmes. Gute Besserung, mein Lieber. Ja, gute Besserung an dieser Stelle. Ja, besser. Krankenhaus ist immer kacke. Dann ist Matthias Lilje, SV 98 mit dabei. Glückwunsch zum Sieg gegen Heidenheim. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Simon Pelzer ist mit dabei. Moin, nur der HSV. Der Luis Shorter kann die Nachricht nicht ganz entziffern, aber vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Dann ist Michael Wenz mit dabei. HSV-Fan 63 ist logisch auch wieder dabei. Ist ja logisch, ganz klar.
Hatten wir schon. Silvio Süß ist mit dabei. Sind die Farben, glaube ich, von Dortmund, aber trotzdem schön, dass du da bist. Und ich glaube, du bist angekommen, mein Besser. Ja. Ich glaube. Also, wenn wir jemanden vergessen haben, dann ist es vielleicht Fußballwissen, habe ich nicht erwähnt. Ist aber jetzt erst reingekommen. Aber, hast du nicht erwähnt? Ja. Und ich glaube, ein, zwei hast du noch übersprungen. So. Oh, aber macht nichts. Macht gar nichts. Dann könnt ihr Fadi heute mal einen schönen Nackenklatscher geben, wenn er euch nicht ausgewählt hat. Also, glaube ich, wie gesagt, mit die längste Begrüßungsrunde, absolut, seitdem wir das eingeführt haben. Seid ihr gegen Bremen dabei? Yes, wir haben eine Karte, wie gesagt. Tobias hat uns die Karten organisiert, richtig geile Nummer. Waren ja ratzi-fatzi weg, die 10.000 Tickets. Eventuell wird nochmal aufgestockt. Wir müssen ja im Stadion sein, wenn wir selber eine Karte verlosen. Und dann dementsprechend. Sonst hätten wir sie ja selber genommen. Hätten sie selber wahrgenommen. Also alles gut. Nachher gibt es alle Infos zum Gewinnspiel natürlich, wie was vonstatten geht, wie man sie gewinnen kann. Ist eine ganz easy Nummer, eine ganz einfache Nummer. Ja, und möge derjenige Glück haben, der sich am meisten drauf freut. Von daher, und ich glaube, nach uns natürlich. Also wir freuen uns auf das Bremen-Spiel, wie verrückt. Und dann gleich Karlsruhe, DFB-Pokal hinterher. Also es wird wieder eine geile Woche, ne? Es wird wieder eine geile Woche, mein Bester. So sieht's aus. Ja, so schaut's aus. Ich blende es erstmal aus, damit ihr uns ganz seht. Das ist unser neues Gimmick, dass wir die Fragen von euch dann dementsprechend auch einblenden können, damit wir oder ihr dann auch sicherlich immer wieder den Plan habt, über was reden die Füchse da gerade und um was geht es am Ende überhaupt. Sei es drum. Womit dürfen wir starten, mein Bester? Du bist der Chief. Ach, das hört sich richtig gerne an. Richtig gut an. Gerne. Fadi, gelbe Karte. Fadi, gelbe Karte. Hab ich immer vergessen? Wahrscheinlich, ja. Nein, hat sich doch keiner beschwert. Oder traut sich nicht. Wahrscheinlich, ja. Nein, ich glaube, wir kommen zuerst auf das Heidenheim-Spiel. Ich glaube, das einmal im Kurzdurchlauf, einmal ganz kurz natürlich von uns auch analysiert. Schreibt mal gerne rein, wie ihr das Spiel wahrgenommen habt. War ja ein extrem schwieriges Spiel. Also, am Ende zählen die drei Punkte. Aber es war auf jeden Fall, ja, das schwere Spiel, wie erwartet. Wir haben ein Heidenheim erwartet, die uns hoch anlaufen, die uns unter Druck setzen. Nicht wie Darmstadt, die erstmal die Devise hatten, ja, erstmal zu gucken, was der HSV macht. Erstmal ein bisschen abwarten reagiert. Das hat Heidenheim, dann auch schnell erkannt. Ich glaube, den HSV sollte man dann auch nicht so spielen lassen, weil dann wird es nämlich gefährlich. Heidenheim hat es gut gemacht. Heidenheim hat uns sehr, sehr unter Druck gesetzt, zu eigenen Fehlern auch gezwungen. Leider aus deren Sicht natürlich kein Tor erzielt. Für uns war es wieder mal ein bisschen Glück. Spielerei hinten am 16er, wir haben es oft genug angesprochen. Ist, glaube ich, nicht immer die beste Wahl. Sieht gut aus, wenn es klappt und verschafft natürlich auch viele Vorteile. Aber das kann ich auch echt mal schnell in Schwierigkeiten bringen. Hat man gegen Heidenheim gesehen, wird man auch gegen Sandhausen sehen. Auch die werden sich nicht hinten reinstellen. Aber ich glaube, unterm Strich, gerade die zweite Hälfte war deutlich besser als die erste. Hast dir viel mehr eigene Chancen rausgespielt. Und ich glaube, dann unterm Strich auch verdient und eiskalt die Tore gemacht. Das wäre so meine Kurzanalyse gewesen. Fadi, du kannst gerne noch weiter ins Detail gehen. Ja, ist glaube ich, viele bemängeln, ich ja selber auch, bemängel auch dieses Kurzpassspiel im eigenen 16er mit Heuer Fernandes und Schonlau und Co. Macht die Sache sicherlich nicht leichter, aber wir haben nicht viel zu meckern, wir haben noch kein Tor dadurch kassiert, wir haben die beste Abwehr der Liga und am Ende, wenn es funktioniert, hast du natürlich einen Mörderraum, ja, wenn du dann schnell rausspielst und das ist der Sinn und Zweck hinter der ganzen Geschichte, dementsprechend die Räume zu nutzen, schnelles Umschaltspiel und Avanti und deshalb spielen wir uns dann auch so viele Torchancen raus, also da steckt auch System hinter. Dass es bis heute noch nicht schiefgegangen ist oder uns vielleicht auch mal den Kopf und Kragen gekostet hat, an dieser Stelle dreimal Holz, so möge es bleiben. Ich sehe es mittlerweile schon entspannter. Es waren schon die Spiele davor, wo man es dann auch oft probiert hat und auch gegen Schalke, ja, wo man auch so einen Ball kläglich vergeben hat und er nichts draus macht. Die Gegner nutzen es nicht aus, so auch Heidenheim. Ende vom Lied ist. Es ist mir egal. Es war ein Spiel absolut. Heidenheim super stark, wie erwartet. Stark in der Offensive, stark auch gegen den Ball. Haben auch nicht so viel zugelassen.
musste zweimal Kittel her, dann am Ende, um dann sein Doppelpack zu schnüren. Wahnsinnsnummer, ist wieder gekommen für Kin Zombie. Man wusste nicht, klar, dass er ihn bringen wird, aber wer wird der Leidtragende sein am Ende? So war es Kinso, der dann raus musste, ja, und Kittel macht dann mal eben die Bestätigung nach einer Woche Pause, nach der fünften gelben Karte und sagt, ich mache heute mal einen Doppelpack. Ja, und, kurze Frage, hättest du den Elfer gegeben? Also für mich ist es ja wirklich eine spannende Frage. Ne? Also das Foul an Bakary Yatta, schreibt kurz mal rein, wie ihr das Foul gesehen habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn nicht gegeben. Ja, tritt sich ja so ein bisschen selber an die Hacke. Natürlich gibt es vielleicht einen kleinen Kontakt. Aber ob der dann ausreicht, für mich das Entscheidende, was ihn zum Fall gebracht hat, fand ich, ja, ist kein Strafstoß würdig. Aber das ist nur meine Meinung. Ich hätte ihn als Schiedsrichter nicht gegeben. Aber bei der Geschwindigkeit langt auch mal. Yatta hat ja reklamiert. Wenn du dir selber in die Hacken trittst, ohne dass du berührt worden bist, dann würdest du, und er ist nicht derjenige, der dann da immer steht und naja, winkt bei jeder schon. Bei jeder schon. Ja, finde ich schon. Gegen Pauli, also Yatta, Yatta reklamiert fast bei jedem. Ja, aber dann ist auch berührt worden. Also dann ist auch gefoult worden. Er ist nicht derjenige, der dann rumsappelt und meint, er muss mit dem Schiri diskutieren, obwohl nichts war. Und du weißt aufgrund der Geschwindigkeit lang vorher schon ein kleiner Tick, dass du dann praktisch genau diese Bewegung annimmst und dir dann gegens eigene Bein trittst. Klar, es hat keiner gemeckert. Schiri hat das gut gesehen anscheinend. Er stand auch gut und hat sofort auf den Punkt gezeigt. Von daher, lass es so stehen. Es wird sich ausgleichen in der Saison, wenn es keiner war. Das wissen wir alle selber. War aber natürlich eine wichtige Situation. Natürlich. Na klar. Das war der Knotenlöser, ne? Kann man sagen, ne? Wieso lachst du, wenn du mir eine Antwort lieferst? Entweder bist du davon überzeugt von dem, was du mir sagst. Ich bin glücklich. Das war der Knotenlöser. Du grinst mich an. Ja, glücklich. Und das sieht man dir auch an, mein Bester. Da freue ich mich. Du hast deinen Besuch heute wieder eingeladen. Welchen Besuch? Deinen persönlichen Besuch. Ist der wieder... Ist er da? Meine Frau. Ist sie da? Ja, ich hoffe. Dann winken wir doch mal. Sind die Schwiegereltern auch da? Ich weiß es nicht. Aber wir probieren es mal, ne? Einen wunderschönen guten Abend nach Buxtehude. Ja. So sieht's aus. Ja, kann ja lieb sein. Ne? Also wenn wir schon alle begrüßen, dann dürfen die nicht fehlen. Ja. Auch wenn sie nicht reinschreiben, aber wir wissen, dass ihr da seid. Sei es drum. Für mich dann aber das Ergebnis auch einfach gezollt dem Spiel, wo du nie von abgegangen bist. Ja? Du hast immer weiter nach vorne gespielt. Du hast immer wieder versucht, auch von hinten spielerisch die Geschichte zu lösen. Am Ende hätte das Spiel aber auch 2-2 ausgehen können. Also in diesem Spiel hätte alles passieren können. Heidenheim super stark gewesen. Von daher umso glücklicher dann am Ende die 3 Punkte zu 0 auch mitzunehmen. Und jetzt bist du Tabellendritter, 1 Punkt hinterm Tabellenführer. War ein wichtiger Big Point wieder. Also alle Mannschaften von oben schlagen mir anscheinend, fällt uns leichter. Wenn du es jetzt untermauerst mit einem Sieg, natürlich in Sandhausen, dann machst du aus diesem Dreier gegen Heidenheim, machst du sicherlich nochmal einen Big Point mehr, wenn du jetzt in Sandhausen auch gewinnst. Denn das werden die schwierigen Spiele werden. Ist so. Viele schreiben, kann man geben, muss man aber nicht. Einige sagen, kann man geben. Ist, glaube ich, eine schwierige Nummer. Ich hätte ihn, wie gesagt, nicht gegeben. Aber du hast ja zum Glück auch nicht gepfiffen. Ob es jetzt eine hundertprozentige Fehlentscheidung war, und deswegen keine Überprüfung dann auch stattfindet. Ja, kann man drüber streiten. Wie gesagt, schrittiges Thema. Du hast es so schön ausgedrückt. Über den Saisonverlauf wird es das ein oder andere vielleicht dann auch mal für Heidenheim geben. Das ist Fußball. Aber du hast es eben auch schon angesprochen. Nach den Siegen gegen Pauli, gegen Darmstadt und jetzt auch Heidenheim. HSV-Fan mit einem Fünfer. Wie immer mein Fünfer für euch. Vielen, vielen Dank für den Heiermann. Geile Nummer. 63er HSV-Fan. Richtig geile Nummer. Freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen Dank. Christian aufs Nüsschen. Du hast es eben angesprochen. Nachdem wir Pauli geschlagen haben, Darmstadt geschlagen haben und auch Heidenheim geschlagen haben, also viele von und oben. Pauli. Hatte ich gesagt. Hast du gesagt? Hatte ich gesagt. Okay. Macht aber nichts. Also 3 Große von oben geschlagen. Jetzt kommt einer von ganz weit unten. Nämlich Abstiegskandidat. So ein bisschen im Fahrwasser Richtung Abstieg, stecken so ein bisschen im Tabellenkeller fest. Vor dem Spiel sind die Fronten, glaube ich, geklärt. Ja, aber jeder weiß, dass die Alarmglocken, glaube ich, gerade auch in solchen Spielen
Die müssen funkeln, die müssen glühen, die müssen, die, weiß ich nicht, die musst du eigentlich schon beim Gang auf der Toilette musst du die sehen, ja? Weil das sind nämlich die Spiele, wo du vielleicht ein bisschen, ein paar Prozent weniger gibst, weil du denkst, ja, die sind ja nicht spielerisch so stark. Naja, aber die Gedanken, die dürfen gar nicht im Kopf kreisen. Du musst genau da aufhören, wo du gegen die drei von oben aufgehört hast. Ja, und zwar kein Prozent weniger. Aber wie gesagt, jeder, der mal Fußball gespielt hat, gegen die Großen, da passt man sich auch ein bisschen an. Ja, das heißt, du wächst teilweise auch über dich hinaus. Und gegen Sandhausen, gegen Tabellenkinder, da tut man sich öfter mal richtig schwer. Jeder kennt es, der mal Fußball gespielt hat. Kommt jemand aus dem Tabellenkeller, der schon ja, eigentlich auf dem Papier geschlagen ist. Das sind meistens die Spiele, wo man sich richtig die Zähne ausbeißt, wo du eigentlich keine Erklärung hast, wenn es schief geht, warum das denn schief gegangen ist. Von daher, wir können uns auf einen richtigen Fight einstellen. Sandhausen wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Auch die werden Mann und Maus daran setzen, uns zu verteidigen, uns ein bisschen zu ärgern, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu finden und auch zu erkämpfen. Und ja, was ist los, Junge? Habe ich nicht die richtigen Worte jetzt gefunden, oder? Du hast so einen Punkt gebracht, aber manchmal hältst du dich so kurz, ne? Da bin ich schon überrascht, dass ich wieder dran bin. Und dann machst du wieder den Pastor hier und sappelst. Ich wollte eigentlich schon auf... Und das Ding, der Chat, der kreist immer nach oben. Du hast schon wieder die 28 Fragen vergessen, weil kommst du ja nicht zu. Wieso denn? Kommst du ja nicht zu. Ja, kannst du dir 28 Fragen merken? Nee. Oder Aussagen? Nee. Da waren gute dabei. Ja, dann scroll hoch ja, und nee. Sieh raus. Ich wollte dich ja nicht aus deinem Konzept bringen. Das war ja schon sehr tief eingetaucht gerade. Das war, ja, aber... Du warst in der Materie extrem drin. Extrem. Ja. Hab mich... Deshalb wollte ich die unabhängig. Wie nennt man ja auch den Skydiver, ne? Wer nennt dich so? Ich mich, Junge. Seit wann das denn? Seit heute? Seit eben gerade. Seit eben jetzt. Klar. Ist das dein neuer Spitz? Nein. Name? Nein. Skydiver? Nein. Das war ein... Junge, das ist ein bisschen Trash-Talk hier am Mittwochabend. Leg nicht immer alles auf die Goldwaage. Das ist immer Trash-Talk. Außerdem sprechen wir beide vom Montag besonders Trash-Talk. Ja, oder hast du schon mal was anderes erlebt? Nee. Also fachlich und sinnig ist ja selten uns der Fall. Ja, ab und an kommst du schon mal vor, aber... Ja, ist ja jetzt aber deswegen seid ihr aber auch da. Ich meine, weiß ich nicht, zwei stumpfe Luden, die hier sitzen. Du nennst mich nicht stumpfer Lude, Alter. Stumpfer Lude? Was ist denn stumpfer Lude, Alter? Kannst du mir mal ganz kurz die Definition rausholen? Stumpfer Lude, was ist das? Weiß ich nicht. Einfach hier so zu sitzen, stumpf. Du bist ja Stullen, Andi, oder nicht? Stuten? Nee. Stuten, Andi, nicht Stullen. Für mich bist du Stullen, Andi, nee. Junge. Also das war vielleicht in der vierten Klasse, aber... Ne? Da war ich Stullen an die vielleicht, weil ich mein Frühstücksbrot immer... Musstest du abgeben. Aber ich habe getauscht immer. Getauscht? Gegen ja, alles andere. Hast du es nicht? Nee. Wieso? Ich hatte doch das beste Frühstück. Boah, wer hat dir das gemacht? Du. Lass mich mal so stehen, ne? Ne? Such die Fragen gerne raus. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe nochmal nach oben, ich blende hier alles ein. Geh nochmal ins Archiv rein. Aber natürlich war geteilter Meinung eben gerade, Elfmeter, um da nochmal eben darauf zurückzukommen. Hätte man geben können, müssen. Der eine gibt ihn nicht, der andere gibt ihn. Wir haben auch schon klare Elfmeter nicht bekommen. Siehe St. Pauli Hinspiel, war auch Fakt mit Jatta. Ganz klare Nummer, ähnlich, wo man ihn auch hinten in die Hacken läuft. War eine ähnliche Situation und manchmal langt eine kurze Berührung, war fast eine Parallele dazu. Also ist mir auch nicht wichtig und da müssen wir auch, glaube ich, nicht mehr drüber nachdenken. Nach dem Abpfiff, die drei Punkte, extreme Big Points gewesen gegen einen Mitbewerber da oben schon um die ersten Plätze. Aber Heidenheim braucht sich da nicht verstecken, hat ein tolles Spiel abgeliefert, muss ich wirklich sagen. Hätte auch 2-2 ausgehen können. Also von daher, alles entspannt, die Kotzki. Na? Ja. Simon Polster oder Pelster, wir kommen nachher zum Spieltagstipp. Das ist noch ein bisschen früh mit den Tipps. Das machen wir nachher später ganz in Ruhe mit euch gemeinsam und alles seiner Zeit. Ne? So, dann sagt ein Herr, das muss ich ja auch klären hier, ne? Weißt Bescheid? Was musst du klären? Ja, ich kläre hier alles mal besser. Ich muss ja hier gucken. Na, das ist alles nicht so einfach. Milan, klare Nummer. Heidenheim abgehakt.
Ja gut, dazwischen ist ja noch ein Spiel. Ich weiß nicht, nachher zum Spieltagstipp schauen wir dann mal rauf, wen Bremen als nächstes hat. Weiß ich gerade aus dem Kopf überhaupt nicht. Habe ich mich null mit beschäftigt. Aber da ist ja auch noch ein Spiel dazwischen. Haben wir ja noch eine Info. Der Real Nico, YouTuber von Werder Bremen, hat uns pünktlich angeschrieben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Falls du es mitbekommst, liegt gerade ein bisschen flach. Also gute Besserung an dieser Stelle. Möchte mit uns nächste Woche im nächsten Fan-Talk, also es wird ein riesen Fan-Talk, dann am Ende werden wir live miteinander online sein. Das heißt, ihr bekommt Real Nico zu fassen auf unserem Kanal und wir werden eingeladen bei ihm auf dem Kanal. Somit sind wir zweimal nächste Woche zu sehen mit Nico gemeinsam und freuen uns ganz besonders drauf. Ich glaube, dann nochmal gerade, ja, Rivalität Werder Bremen, das ist nochmal ein anderer Schnack, aber da sieht man auch mal YouTuber untereinander, die dann miteinander auch mal so eine Show machen mit beiden Fankreisen und Communities. Das ist schon eine geile Nummer. Also freut euch drauf. Ihr werdet auf die Bremer stoßen, also die Bremer hier bei uns rein. Und in der Hoffnung, wenn wir uns bei Werder Bremen sehen lassen, dass ein paar Jungs von euch mit dabei sind und uns unterstützen. Von daher wird es, glaube ich, eine lustige Angelegenheit. Das zur Info nochmal in Sachen Vorbereitung, Livestreams mit Werder Bremen. Ja, hervorragend. Findest du auch geil, oder? Ja, klar. Ist immer geil, ist auch geil. Mit anderen YouTubern irgendwie was auf die Beine zu stellen. Freuen wir uns sehr drauf. Richtig geile Nummer. Ja, dann lass uns noch mal kurz einige Fragen querbeet einfach mal durchgehen, such weil ich was, sie finde. Such was raus, mein Lieber. Wir müssen den Bremer die Serie kaputt machen. Haben wir eine stolze Serie, ne? Mit Ole Werner. Hast du schon wieder Leben? Ich habe wieder Leben gefährdet. Was machst du denn da immer? Junge, ich kann noch mal eine Nachricht privat nur, hier lesen, aber nur, Alter. Ja, Digi, die machen sich da einen Spaß draus. Die sitzen da im Wohnzimmer und dann feuern wir da mal wieder ein bisschen an. Ja. Das ist ja wie Öl ins Feuer gießen. Ja. Das ist ja wie Öl. Ja. Das ist wie, hier, sag mal schnell, Brandbeschleuniger. Die wissen doch ganz genau, dass sie, wie die dich catchen können, Alter. Ja, was ist denn? Jetzt gehen wir auf Milan rein. Wir müssen rein, ne? Den Bremern die Serie kaputt machen. Ja, definitiv. Wenn die Serie bis dahin nicht am diesen Spieltag schon kaputt gemacht wird. Aber wenn, dann definitiv. Und wenn, dann zu Hause. Kein Spiel zu Hause verloren. Ist ein Statement. Bremen kann sich auf verdammt viel freuen. Ja. Hier müssen wir sogar noch, damit wir auch alles lesen können, ne? Solche Spieler braucht man einfach. Es geht, hab so Respekt vor Fernandes, letztes Jahr auf der Bank, und das muss man sich mal vorstellen, ja, nachdem man ihn Ulle vorgesetzt hatte, trotzdem Sonnebomben-Saison spielt er dieses Jahr Wahnsinnsnummer. Da hat man wirklich Respekt vor. Ich glaube, heuer einer der Garanten für ja, die aktuelle Situation, die wir eingenommen haben, dann was er uns auch gegen Heidenheim wieder rausgeholt hat, Wahnsinnsnummer. Ja. Also nicht nur Heidenheim, auch die Spiele zuvor gegen Köln im DFB, ich mag daran erinnern, was er da rausgeholt hat, Wahnsinnsleistung. Und das ziehe ich Woche für Woche den Hut vor. Er räumt ja einen Pokal nach anderen ab derzeit, Man of the Match hier, Man of the Match da. Ich sage, ich bin kein Freund davon, wenn es immer der Torwart wird. Ich habe lieber mal den Stürmer oder Mittelfeldspieler als Man of the Match. Das sagt dann auch eine Menge aus über ein Spiel. Aber wenn es dann der Torwart wird, heißt oder sagt das schon irgendwo aus, dass der Gegner nicht schlecht war und du viel auf die Hütte bekommen hast, aber dein eigener Torwart eben halt am Ende stark war. Ist so. Habe ich das so richtig auf den Punkt gemacht? Ich glaube, jeder ist froh, der es mit dem HSV hält, dass man so einen Keeper hinten drin hat. Natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer. Hätte man Ulreich letztes Jahr gar nicht verpflichten müssen. Heuer als Nummer 2 praktisch auf die Bank verbannen bräuchten. Weil da haben wir einen Keeper, auf den können wir uns zu 100% verlassen. Jeder ist froh, dass wir diesen Jungen, bekommt ja Lob von so vielen Leuten. Der könnte locker erste Liga spielen und was nicht alles. Also richtig geile Nummer. Wir freuen uns aber, dass es bei ihm natürlich auch richtig gut läuft. Hat er auch verlängert, von daher... Ey, mehr geht nicht. Ja, Laurenz Kreuzer haut einen raus. Sandhausen hat in der Rückrundentabelle nur einen Punkt weniger als wir. Ja, haben sich auch stabilisiert. Natürlich sind sie im Abstiegskampf, im Abstiegsstrudel. Aber wie jedes Jahr eigentlich auch. Ne? Also wirklich eine Mannschaft, die jedes Mal damit zu kämpfen hat, ihr Saisonziel nicht Abstieg,
Klassenerhalt ist jedes Jahr festgeschrieben. Aber natürlich, Sandhausen, glaube da brauchen wir uns alle nicht in die Tasche lügen. Auf dem Papier ist es eine klare Nummer. Aber wie gesagt, ich hatte es eben auch schon mal angesprochen, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß genau, wie schwer solche Spiele sind. Ja? Nicht zu Hause, dann auch noch auswärts, wahrscheinlich ein richtig schöner Acker da. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird ein richtig harter Fight. Das wird ein richtig harter Fight und das wird richtig schwer, da die 3 Punkte mit in den Karawan zu nehmen und dann ab nach Hamburg zu düsen. Du weißt, was ein Karawan ist, Junge? Junge, das ist ein Siebensitzer. Wir fahren mit dem Luxus drin, Junge. Das ist ein Bus. Junge, Mann, Karawan. Ein bisschen. Sandhausen fährt vielleicht mit dem Karawan und muss 8-mal fahren, damit sie Sack und Pack dann auch alle mitkriegen. Aber wir haben nun wirklich Luxusgefährte da. Haben wir. MAN, ja. MAN, Junge. MAN. Da. Hamburg fährt MAN. So ist das. Keine halben Sachen. Meter, Alter. Ja, das ist nicht verkehrt, ne? Nee, liebe Grüße, Dominik Pogotschik. Hallo ihr zwei, viele Grüße aus Gelsenkirchen, nur der HSV. Das feiere ich immer. Ist geil. Ist geil. Wohnt irgendwo, auch in einer Fußballhochburg, aber schreibt nur der HSV. Ja. Digi. Ja, der HSV ist überall, ne? Der HSV ist überall. International. Ja. Ist so wieder gut auf den Punkt gebracht, mein Bester. Ne? Ja, selbst gegen Sandhausen müssen wir 110 bringen, sagt Milan auch. Ist so, es gibt kein Spiel, wo du unter oder wo 100 vielleicht nicht mehr lange. Was hast du jetzt hier gemacht, Digi? Wie, was habe ich du da spielst gemacht? Schon wieder an meiner Maus. Ja. Deshalb Mausman. Ne? Ja. Wieso hast du da jetzt gescrollt? Oh. Ja, bringst du alles durcheinander, Digi. Ich hatte gerade den Fahrplan, Junge. Da ist der da hier am Drehen. Ist wie Deutsche Bahn. Und alles durcheinander. Warum scrollst du jetzt da ganz unten? Da siehst du doch auch alles. Ja, aber wir müssen doch auch mal ein bisschen in die Gänge kommen, Alter. Wir können hier nicht fahren. Ja, dann musst du mal weniger sappeln, Junge. Ja. Ja, einfach kürzer halten. Ja, alles klar. So. Das ähnelt sich alles. Tim Walter wird Sandhausen nicht unterschätzen. Dafür kennen wir ihn. Das lassen wir alles mal so stehen. Ich suche jetzt mal was Schönes raus, ne? Wo du vielleicht auch mal ein bisschen gefordert wirst. Das ist ein Scherz. Ja, Jürgen Dauser, Ali Du, wird es mit Diekmeyer zu tun bekommen. Ja, Diekmeyer, ich glaube, jeder weiß, auch eine gute Geschwindigkeit, ne? Auch eine gute Geschwindigkeit, ja. Ist ein vernünftiger Verteidiger. Ja, aber ich glaube, Ali Du wird ihn da barkern. Ja. Dann haben wir Harry und Dau da. Dau, sagt man ja Dau, ne? Dau. Ja. Nächtliche Grüße von Phuket. Als der Dortmunder hoffe ich, ihr steigt auf. Liebe Grüße. Phuket, Thailand, ne? Phuket ist Thailand, ja, mein Lieber. Das liegt nicht bei Braunschweig, Junge. Nee, aber Phuket ist Thailand. Kennst du, ne? Kenn ich. Ja, schon das mal ist gehört. Eigentlich die Touristenhochburg, ne? Oder? Weiß ja nicht, ob es da die Touristenhochburg ist. Jack HSV, steht es fest, dass nur 10.000 Fans beim Spiel HSV gegen Bremen da sein werden? Nope. Fest steht gar nichts. Also es sind 10.000 verkauft, jetzt. Heißt 10.000 dürfen rein. Ob es mehr am Ende werden, ob noch mehr Tickets an Mitglieder verkauft werden können, steht noch nicht fest. Aber wir hoffen alle noch. Ich glaube, St. Pauli darf auch mehr verkaufen. Ich glaube, so hatte ich das irgendwie gelesen. Darf, glaube ich, mehr verkaufen, auch Stehplätze. Von daher kann sich der HSV, glaube ich, auch Hoffnung machen, dass gegen Bremen mehr Leute ins Stadion gehen dürfen. Finde ich geil. Ja. Sharia Adimi fragt, was sagt ihr zu Tune? Ja, Ex-Trainer von uns, hat Schalke direkt mal im ersten Spiel geschlagen. Krasse Nummer. Krasse Nummer. Freut uns natürlich für ihn persönlich, aber natürlich auch für die Tabelle. Heißt, Schalke, ein direkter Konkurrent, mal 3 Punkte hinter uns gelassen. Tut gut, aber ja, wir müssen eher auf uns schauen. Von daher, aber mich persönlich freut es sehr für Daniel Thun. Sehr, sehr sympathisches Kerlchen, hat immer eine gute Figur. Ja, das langt dann ja auch. Der ist ja bei Düsseldorf. Müssen wir ja jetzt auch nicht ausschmücken da alles, ne? Sigi, aber du kannst mir nicht immer hier ins Wort fallen. Ja, aber du willst doch jetzt nicht einen halben Lebenslauf über Daniel Thun, der gar nichts mehr mit uns zu tun hat. Einfach mal nett sagen, hat er gut gemacht, Sieg gegen Schalke, alles richtig gemacht, weiter geht's, Düsseldorf. Dann kannst du die Frage auch mal selber beantworten, Junge. Dann müsstest du auf die Maus drücken. Aber Nico R., unser Mitglied, Kanalmitglied, hallo, Namen in die Runde, alles Tutti, Fadi und Sohn. Alles Tutti, ne? Alles Lotti Carotti. Das ist top, Mann. Bremen hat Ingolstadt. Ingolstadt. Das mal kurz zur Info. Werden wir nachher tippen mit euch gemeinsam. Genau, spielt zu Hause gegen Ingolstadt. Bunte Tüte.
Oh ja, so, jetzt schaue ich mal, ob ich da noch irgendwo eine kluge Frage habe. Meister werden wir, St. Pauli, Fati zieht wieder durch, darf er ja auch, ist ja auch alles in Ordnung, ist ja noch nichts verloren, aber ich sage, es wird schwerer für St. Pauli. Jetzt kommen alle auf Touren. Bremen auf Touren, HSV auf Touren. Ja, es wird spannend. Es wird spannend. Spannende zweite Liga. Ja. Lawrence haut raus. Heuer ist der drittbestbewertete Spieler laut Kicker in den ersten drei Ligen. Nur Lewandowski und Artig haben bessere Noten als er. Spricht für ihn, auf jeden Fall. Wer ist Artig, Alter? Artig? Weiß ich nicht. Nee, kenne ich auch nicht. Artig? Also Artig? Statik kenne ich. Statik? Statik kenne ich. Ja, Statik, Digga. Artig kenne ich. Artig, klar. Lawrence, hau nochmal raus, wer ist dein Artig da? Arktis kenne ich. Arktis? Ja. Digi, du bist hier nicht auf der Arbeit, ne, wo du schreien kannst, Junge, Alter. Multitasking ist nicht so der Fall bei dir. Ludger Binder bringt es auf den Punkt, das ist immer geil. Ja, ich sag mal, ich versuche auf eure Fragen einzugehen, aber das sind so viele, und ich komme noch nicht mal zum Scrollen. Aber wir wollen euch, es ist ja euer Tag, die Community. Ja, dann musst du dich auch mal ein bisschen unterhalten, du Fuchs. Digi, du... Ja, ich suche da schon was raus, aber dann darfst du quatschen. Ja. Aber nicht, wenn ich warte. Okay. Und okay. Verstehst du? Okay. Muss ich noch einspielen nach 78 Livestreams, ne? Nee, 78 aber Livestreams. Aber deine neue Technik hier ist geil, Digi, aber du... Ja gut, machen wir jetzt auch erstmal so fertig wieder. Abgelenkt. Abgelenkt ist. Ja, aber wenn ich eine Raute im Profilbild sehe, muss ich immer draufklicken. Ja, ist ja gut, Digi. So, wir machen mal ganz runter. Eine schlaue Frage. Passt Ambrosius in unser Spielsystem? Nico R., gute Frage. Gute Frage. Aber ja, weiß ich nicht. Die Innenverteidigung steht, die Verteidigung steht, die wir seit Wochen da haben. Unser Stamm steht. Buskovic und aber auch Schonlau. Beide Maschinen. Beide Woche für Woche liefern sie ab. Natürlich ein, zwei Wackler immer drin, aber die kriegst du so schnell auch nicht raus. Das ist auch das gefährlich bei unserem Spielsystem. Aber ja, ob er reinpassen würde, klar wird er reinpassen. Er ist super anpassungsfähig, der Junge. Aber ich sehe keinen Grund, warum man Ambrosius jetzt reinschmeißen müsste. Corona-Warn-App geht auf. Ja. Bist du infiziert? Nee, du? Nee, kann ich ja nicht. Ja, was ist jetzt los? Wie, was ist jetzt ja, aber erstmal, die Frage war ja, du musst die Frage auch richtig interpretieren. Charismatik, ja? Alter. Du musst die Frage auch richtig, passt Ambrosius ins Spielsystem? Dann müsste deine Antwort lauten, ja, natürlich passt er ins Spielsystem. Ja, habe ich doch gesagt. Nee, er ist super anpassungsfähig gesagt. Natürlich passt er rein. Der trainiert jeden Tag, der hat das System auch schon verinnerlicht. Ja. Aber ob du jetzt wechseln musst, das ist eine andere Geschichte. Aber da hast du keine Not. Ja, unsere kroatische Rakete, die macht das. Gut, mit Schonlau. Also, hervorragend. Haben wir ja Woche für Woche gesagt, es gibt nichts derzeit zu tauschen. Deshalb passiert auch nicht viel an Überraschung in Sachen Startaufstellung. Ist so. Weil Tim Walter einfach sein System, seine Jungs gefunden hat. Und solange keine Verletzung im Spiel oder was weiß ich, keine Ahnung, Durchfall oder sonst irgendwas, wenn das keine Rolle spielt, ist die Mannschaft gesetzt. Du kannst ja jetzt nicht nach all den Siegen, jetzt nicht wieder anfangen, du baust jetzt mal wieder um und probierst mal wieder was Neues. Es gibt ja gar keinen Grund. Also, die Mannschaft steht und ich hoffe, dass alle gesund bleiben, ja, und wir dieses System mit den Jungs komplett gerade durchziehen können. Und dann machen die uns auch glücklich. Ist so. Ist so. Yannick Elf mit einer guten Frage. Wer von euch ist Man of the Match gegen Heidenheim? Liebe Grüße. Ja, ich glaube, wie auch auf der HSV-Facebook-Seite von Admiral Bett, finde ich, hat Sonny Kittel das unterm Strich auch verdient. Nicht nur wegen seinen zwei Toren. Er hat verdammt viel auch fürs Spiel getan, hat einen guten Tag erwischt. Nach seiner Gelbsperre gegen Darmstadt wieder am Glänzen gewesen. Also für mich gibt es nur einen Sonny Kittel. Wobei man sagen muss, natürlich war es wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder hat Gas gegeben. War kein einfaches Spiel. Aber auch solche Spiele musst du erstmal gewinnen. Das ist eine richtig geile Mannschaftsleistung. Aber wenn du einen Spieler nimmst, ist es für mich als Mittelfeldspieler Sonny Kittel, der eben, ja, den Pott da mit nach Hause nehmen kann. Ja, das Spieler des Tages.
hast du das Gesicht von Sonny gesehen, wie er sich gefreut hat? Ja, ich meine, Strahlemann, ne? Ja, und der lebt im Moment derzeit den Fußball aktuell beim HSV. Der hat so viel Spielfreude und die darf man ihm einfach auch nicht nehmen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der hat alle Freiheiten der Welt derzeit mit dem Stand seiner Leistung, auch innerhalb der Truppe. Ja, so ein Junge musst du auch mal machen lassen. Ne? Ja, und ich glaube, da, wo er in der Vergangenheit auch oft eingeschränkt war, weil er seine festen Positionen auch halten sollte, man hat ihn ja kaum irgendwo auf andere Positionen ausweichen sehen, wo er immer links klebte, weil es eine Vorgabe war. Ja, da sage ich heute, da hat Tim Walter wieder eine ganz andere Geschichte rausgeholt und hat gesagt, pass mal auf, das ist der Junge hier, der darf, wenn er die Kraft hat, darf er sich überall aufhalten und Gas geben, wo nach ihm gerade ist. Aber wenn man auch mal raufschaut, wie viel Sonny Kittel mittlerweile für die Defensive tut, ja, was in der Vergangenheit auch nicht der Fall war. Heute arbeitet von Glatzel vorne alle mit für die Defensive, ja, und machen die Räume eng, um dann auch wieder schnelles Umschaltspiel nach vorne gestalten zu können. Starke Nummer. Also das inspiriert mich schon. Ne? Na klar, heuer Fernandes war auch Weltklasse, hat uns auch die Punkte gerettet, natürlich. Aber wie gesagt, wenn ich einen nennen könnte, natürlich könnte man auch euer Fernandes reinwählen, aber ja. Ja, du hättest auch einen von Heidenheim nehmen können, ja? Weiß ich nicht. Also Man of the Match heißt ja auch, dass du ein verdammt gutes Spiel gemacht hast. Auch Spiel entscheiden natürlich, ne? Egal ob Tore oder Tore verwehren. Dann kannst du keiner, ja gut. Verwehren ist auch eine starke Leistung, Alter. Ohne Heuer hätten wir das Spiel nicht gewonnen, wenn er 2 oder 3 Dinger reingelassen hätte. Nee, du verstehst mich. Ist klar. Nee. Ja, manchmal ist das schwierig, Alter. Ja, so kommen wir mal jetzt. Jetzt ist das auf einmal schwierig, mich zu verstehen. Ja. Seit wann ist das denn der Fall? Das ist schwierig mit dir jetzt. Wieso denn? Muss ich mir Gedanken machen. Wieso denn? Na, weiß ich nicht. Jetzt, wo du... Du ziehst ja bald aus, ne? Habe ich gehört. Also, das wird ja hier so klein gehalten. Ne? Also, das ist super, aber... ja, sei es drum, ne? Ja, aber da tut man ja auch was für. Was tust du denn dafür? Wie? Ja, ich bin da. Wofür tust du denn was für? Wie? Wofür denn jetzt erstmal? Ja, dass wenn man mit der Partnerin dann irgendwann zusammenzieht, macht man ja auch keinen schlechten Job. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja immer Arbeit. Du predigst mir immer, Beziehung ist Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Aber auch mit Genuss. Man macht es ja auch gerne. So sieht's aus. Thomas Krüger, mit dem Noah. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Vater. Vielen, vielen Dank, Thomas, für den Zweier. Verabschiedet sich auch. Wecker geht um 3. Schlaf gut. Gute Nacht. Küsschen aufs Nüsschen. Großer. Vielen, vielen Dank. Ja, Man of the Match, Milan sagt, alle waren top. Am Ende, ja, es ist schwierig immer. Im Moment greift dieses Kollektiv HSV einfach, ja. Kollektiv, Mannschaft. Und ich glaube, da ist es immer schwer. Natürlich fällt mal ein Glatzel auf. Ja, ich meine, klar, wenn du dann mal 3 oder 4 Stück machst, dann kommt man auf Man of the Match auch nicht drum rum. Das ist einfach so, ja, das ist klar. Aber am Ende auch hier war es für mich am Ende die Mannschaft, ja, die ihm die Dinge aufgelegt hat, ja, und dann dementsprechend wir alle feiern durften. Also man darf da immer nicht so sensibel rangehen, ist eigentlich auch egal, aber man macht einen Menschen in der Truppe da auch glücklich, wenn man mal Man of the Match ist. Und Heuer hat ja auch ein paar Mal mitgenommen, jetzt gerade den Cup, ne? So, und diesmal war es Sonny Kittel. Ich feiere das am Ende. Wenn es dann immer einer von unseren Spielern ist, kann bis Ende der Saison ja nicht schieflaufen, wenn wir jedes Spiel Man of the Match stellen. Ist so. Dann steigst du auf, wenn du das kannst. Dann steigst du auf. Das ist auch meine These, ne? Wenn du jetzt noch, also in den Spielen, die noch folgen, jedes Mal Man of the Match stellst, dann steigst du auf. Ja, alles möglich, ne? Habe ich auch noch nicht so drüber nachgedacht, aber... Ja, findest du die These gut oder nicht? Nee. Was findest du daran nicht gut? Man, du rebellierst ganz schön im Moment, weißt du das? Nee, aber, ist dir mal aufgefallen? Nein, aber Man of the Match? Ja. Ja, kannst du ja auch bei einer Niederlage machen. Nee, ist doch selten der Fall. Dass einer außer... Ja, wenn du 4-3 verlierst, aber 3 Dinger machst und was weiß ich nicht, kannst du trotzdem Man of the Match sein. Nee, bei 4 werden die auf der anderen Seite erstmal, weil du ein Tor mehr gemacht hast. Ja. Logischerweise. Ja.
Ja klar, wenn einer besser war, aber du kannst auch als Verlierer Man of the Match aber sein. Aber es ist ganz selten. Kannst du das statistisch belegen? Schwierig. Nee. Dass das überhaupt einer geworden ist? Kannst du mir das Gegenteil? Nee, dass überhaupt einer geworden kannst ist? Kannst du mir das Gegenteil beweisen? Nee, aber ich würde jetzt sagen, wir fragen Fußballwissen an dieser Stelle, weil der führt ja alle Statistiken dieser Welt. Gab es, oder ich stelle euch die Frage, gab es mal ein Man of the Match aus einer Mannschaft, die am Ende aber das Spiel verloren hat? Würde mich mal interessieren. Ich weiß es nicht. Ja, aber würde es dich interessieren? Ja. Ja, dann steh doch hinter der Frage. Mich würde es interessieren. Das finde ich cool. Schönes Arbeiten mit dir. So, wer wird der Man of the Match Sandhausen? Ja, das ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache wir stellen einen, ne? Richtig. Finde ich gut. Ja. So. Kannst du das lesen? Nee. Das ist schade mit dir. Aber die Frage fasziniert mich wieder. Wenn ein Yannick fragt, moin Philippe, na, auf der Waschmaschine? Für das Fragezeichen, aber... Moin, moin. Moin. Liebe Grüße, Yannick, schön, dass du mit am Start bist und du hoffentlich nachher auch mit im Discord bist und uns einiges nochmal kurz über Holstein Kiel, die schweben ja auch, ne? Ja, erfolgreich, ne? Ja, erfolgreich. Läuft langsam rund, ne? So sieht's aus. Ja. Guck mal, in Koku zum Beispiel bei City 3-6 das Ergebnis, Man of the Match. Laurens Kreuzer sagt, ich kann euch reichlich Beispiele nennen, zum Beispiel Drewes im Hinspiel gegen Sandhausen. Also es gibt schon Man of the Matches, wo man die Spiele verliert. Müssen nicht immer Gewinner sein, nee, aber natürlich... Man of the Match, nicht Man of the Matches. Man of the Match. Ja, ist ja nur ein Spiel, nicht mehrere. Man of the Matches. Nee, dann doch, das ist die Mehrzahl. Das ist die Mehrzahl, Junge, weil es davon mehrfache Beispiele gibt. Ja, aber du kannst doch nur Man of the Match werden und nicht Man of the Matches. Nein, ich rede gerade von der Mehrzahl, dass es viele Beispiele gibt. Ja. Es gibt viele ja, Man of the Matches. Du wusstest eben gerade gar nichts. Lawrence Kreuz hat das rausgehauen. Ich hab der kann reichlich Beispiele nennen. Junge. Und du kommst hier um die Ecke und sagst dir so, hab ich doch gesagt. Ja. Du setzt dich immer nur ins gemachte Nestchen, Digi. Da kommt eine Antwort, bumm. Und dann sagst du, ja, nehm ich mal so mit. Ich hab doch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass du auch, wenn du als Verlierer vom Platz gehst, Man of the Match sein kannst. Ist ja auch Jacke ja, wie Socke. Da gehe ich nicht konform. Das ist Jacke wie Socke, ne? Hose. Ja, Digi, muss ich doch mal zum hier nachdenken, Junge. Natürlich Jacke wie Hose. Willst du mir vorwerfen, dass ich nie nachdenke? Nein, aber du musst ja mitdenken, Junge. Du musst dein Gehirn, dein Blut in Ballung. Was denn? Nach oder mit? Blut. Nach oder mitdenken? Nachdenken. Nachdenken. Ja. Ja, dann muss ich das alleine machen. Mitdenken können wir gemeinsam. Guck mal, Fredes wurde sogar zum Spieler des Spieltags gewählt. Als Verlierer. Von Sandhausen. Ja, richtig. Muss ich mir da Sorgen machen? Nein, natürlich nicht. Gut. Okay. Natürlich nicht. Natürlich. Ägyptens Torwart im Finale des Afrika-Cups. Ihr seid so geil. Ja, das ist geil. Ne? Also 100.000 Beispiele gerade. Ne? Ja. Also, aber wie kann man sowas wissen? Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Alleine Ägyptens Torwart im Finale des Afrika-Cups. Ja. Wieso weiß ein Yannick, dass da ein Verlierer Man of the Match wurde? Ja, Afrika-Cup war ja Ägypten gegen Kamerun. Ja. Und das Ding, Salah gegen Mané, ne, hat Ägypten verloren. Oha. Also Salah. Im Elfmeterschießen. Salah verloren. Ja. Mané gewonnen. Ja. Gut, nehmen wir so einfach mal mit. Ich denke, wir sollten zum nächsten Punkt kommen. Bevor ja, ich glaube, Gewinnspiel, ich glaube, Gewinnspiel ist jetzt mal an der Reihe. Wie gesagt, wir haben angekündigt, am übernächsten Spieltag zu Hause gegen Werder Bremen, wer die Teilnahmebedingungen sich anschauen möchte, wer am Gewinnspiel dran teilnehmen möchte, einmal in der Videobeschreibung nachschauen, das zu Herzen nehmen, das befolgen ist nicht viel. Kostet euch keinen einzigen Cent, aber natürlich, wie könnt ihr uns treffen auf einer Currywurst, auf ein Getränk deiner Wahl, ob es jetzt Mineralwasser ist oder ein kühles Blondes, sei dahingestellt, aber dann verbringen wir den Spieltag gegen Bremen im Stadion zusammen gegen Werder Bremen. Mehr geht, glaube ich, nicht. Ist, glaube ich, eine richtig geile Nummer. Hat man auch nicht so oft, dass man sowas von zwei Ehrenmänner des Jahres vielleicht auch. Spaß beiseite.
war kein Spaß. Vorhin hast du gesagt, das ist kein Spaß. Wir wollten euch auch mal was zurückgeben. Ja, natürlich so haben wir auch mal einen Ball verschenkt, den wir nicht losschicken mussten. Klar, aber wir wollen auch euch einfach mal ein bisschen was zurückgeben. Wie gesagt, vielen, vielen Dank geht da an Tobias, der die Karte zur Verfügung stellt. Alles, was ihr machen müsst, erzählt euch jetzt Fadi im Detail. Also spitzt eure Ohren an. Am besten noch einmal einen Q-Tipp vor. Ne? Oder die Brille auf für die Videobeschreibung. Fadi hat das Wort. Was ist zu beachten? Was ist hier jetzt Sache? Was ist Phase? Fadi erzählt es euch. Theomassage. Ist wohl manchmal ein Trostpreis. Ja, das stimmt allerdings. Senegal, ja. Senegal, genau. Senegal ist. Entschuldigung. Scheißegal. Senegal. Ja. Am Ende ist es egal. Leute, Gewinnspiel. Ich glaube, der absolute Hauptpreis ist das bei dieser Verlosung, ja, ist, glaube ich, am Ende das Meet and Greet. Auf eine geile Currywurst oder auch zwei, samt ein geiles Getränk, die beiden Schnacker, die Familie HSV, am Shuttle-Imbiss, da werden wir uns natürlich treffen mit dem Gewinner. Und dann geht es mit dem Gewinner ins Stadion, der dann, wo wir uns leider aufteilen müssen, wir haben 4 Karten, 2 auf der Nord, 2 auf der Süd. Ich werde auf der Nord sein mit Tobias an dieser Stelle und Julie wird mit dem Gewinner dann auf der Süd sitzen. So ist es derzeit geplant, wenn sich nichts großartig ändert. Das wird sich ja nichts ändern. Ich gehe davon aus. Also, der Sieger isst und trinkt mit uns schon sehr früh. Wir treffen uns sehr früh schon am Stadion oder am Shuttle-Imbiss. Und dann geht es gemütlich ins Stadion. Und dann heißt es HSV Werder Bremen. Und dann heißt es kein Sekt oder Champagner oder Kaviar. Nein, Alter. Junge, Bratwurst und Bier, Fußball. Was will man mehr? Was willst du mehr, Alter? Ja. Ja, Junge, also, ganz klar. Die Nummer fand ich richtig geil. Es sind nur 10.000, wenn nicht mehr Karten dazukommen. Stadion ist ausverkauft. Und wir haben dann gemeinsam einen richtig geilen Nachmittag, denke ich. Und wenn dann noch das Ergebnis stimmt, glaube ich, haben wir alle gewonnen. Was müsst ihr tun? Super wenig. Entspannt. In der Videobeschreibung könnt ihr es auch gleich nochmal nachlesen. Was die Voraussetzung betrifft, ist ganz wichtig. Ihr solltet die Raute im Herzen haben. Ansonsten habt ihr unter 10.000 Jungs auch nicht zu suchen. Das würde wenig Sinn machen. Und ich glaube, das sind so viele Hamburger, die gerne ins Stadion gehen würden. Also wenn ihr jemanden kennt, HSV-Fan ist, man selber aber nicht kann, dann sagt denjenigen Bescheid, Mensch, nimm da teil, auch wenn die Chance vielleicht gering ist. Aber mach damit, ich kann da eine Karte gewinnen für nix. Und treff auch noch Vater, Sohn im und am Stadion. Von daher ist es das eine. Das zweite ist, ihr könnt teilnehmen, indem ihr, wenn dieser Livestream heute Nacht hochgeladen ist, könnt ihr ab morgen im Kommentar euer Feedback dazu geben, warum ihr der Richtige seid und warum ihr am Ende dieses Ding gewinnen wollt. Das im 2-, 3-, 4 Zeiler, je nachdem, was ihr dann am Ende auch schreiben wollt. Denn die Kommentare gehen alle einzeln in unseren großen Lostopf. Und der wird Dienstag, wird er dann geschlossen bis Dienstag. Könnt ihr eure Lose sammeln durch die Kommentare, die dann alle einzeln einfließen. Und am Mittwoch im Livestream mit Real Nico auch gemeinsam werden wir den Sieger ziehen, der dann aber auch, und das ist ganz wichtig, live anwesend sein muss, weil er innerhalb von 15 Minuten bestätigen muss, ob er den Gewinn wahrnimmt oder nicht. Ansonsten werden wir das nächste losziehen, bis wir einen erwischen am Ende im Livestream, der dann sagt, wie geil ist die Nummer, ich bin da, ich bin feiert es und ich nehme den Preis entgegen. Nur so können wir steuern, weil wir die Karte noch personalisieren müssen. Das heißt, auf den Namen anpassen müssen. Das ist noch ganz wichtig. Vielleicht auch Anreise geklärt werden muss. Also genau, es muss ja auch davon ausgegangen sein, dass er der oder diejenige vielleicht nicht direkt aus Hamburg kommt, sondern vielleicht aus Nordrhein-Westfalen oder aus Hessen oder aus keine Ahnung wo. Also eine längere Anfahrt hat. Dann auch dementsprechend alles planen muss, etc., Hotel, Anfahrt und schieß mich tot. Von daher machen wir das nächste Woche dann im Livestream, dass man noch knapp, 5 Tage, 4 Tage, dann auch gut noch bis zum Derby dann hat. Seht bitte zu, nehmt bitte nicht teil, wenn ihr eh nicht könnt,
wenn ihr auch die Anreise nicht hinbekommt oder aber auch den Spieltag gegen Werder Bremen, den 27. Ja, wenn ihr da nicht könnt, nehmt da bitte nicht dran teil. Gönnt es den Jungs, die dann wirklich darauf hoffen und warten. Wow, ich möchte dieses Spiel sehen und hab da richtig Bock. Fatih 3004, ich weiß, dass du St. Pauli-Fan bist. Du bist aber einer der wenigen, den wir wirklich sympathisch finden und absolut geil, du dich hier auch super eingebracht hast. Hast aber leider nicht den HSV im Herzen. So ist das. Deshalb, also, du musst die Raute im Herzen tragen. Ich glaube, ich würde dir die Karte gerne schenken, ja, wenn es nicht diesen Ansatz hätte. Aber versteh bitte uns auch, dass wir einen oder eine mitnehmen möchten, die dann am Ende dieses Spiel auch dermaßen feiert, weil es einfach auch die Liebe zum Verein ist und 10.000 im Nordderby gegen Werder Bremen. Das ist wenig und deshalb glaube ich, für jeden gerade Gold wert, dann am Ende auch da zu sein. Sei mir bitte nicht böse, sonst lieben gerne. Also wenn das nicht der Grund wäre, dann hätte ich dich auch mitgenommen. Gar kein Thema. Ja. Dann haben wir noch, genau, unsere Moderatoren und unsere Kanalmitglieder gehen automatisch, ohne dass sie unter das Video schreiben, mit einem Los in den Topf. Das haben wir gesagt. Die sind uns super wichtig. Das sind die Jungs und Mädels, die uns in der Form auch unterstützen, schon länger unterstützen, aber sicherlich auch eine Menge dafür tun, dass wir heute so dastehen, gerade unsere Moderatoren, dass das hier alles so glatt läuft mit euch und dass es einfach auch nur Spaß macht. Die kommen automatisch mit einem Los schon in den Topf. Wenn sie jetzt noch unter deinem Video ihren Warum will ich gewinnen und warum bin ich der Richtige, das beantworten, dann gehen sie mit einem zweiten Los in den Topf und erhöhen so ihre Chancen. Ja. Hinzu kommt nur noch der dritte Part, das sind die Spenden, die ab heute einzeln auch immer mit einem Los dann dementsprechend mit reingehen. Von daher war es das, was die Regularien angeht. Also nur unter das Video, wenn dieser Livestream heute hochgeht, auf YouTube oben ist, dann könnt ihr unten kommentieren und dann dementsprechend alles hinterlegen. Und daraus nehmen wir dann alle einzelnen Lose mit in den Topf. Das sind die Regularien. Zum Beispiel, ich habe an dem Tag keine Zeit für Stadion. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich muss nicht in den Topf. Genau, das ist fair. Vielen Dank, Lorenz, an dieser Stelle. Gut gesagt, allen Teilnehmern viel Erfolg. So sieht's aus. Genau, also nur teilnehmen, wenn ihr auch dann die Möglichkeit habt, ins Stadion zu gehen. Und zu wollen. Ja, ich glaube, wollen will jeder. Aber ist, glaube ich, eine coole Sache. Also am nächsten Mittwoch dann die Auflösung. Seid fleißig unter dem Video. Liked den Stream, kommentiert fleißig. Und so habt ihr dann auch eine Möglichkeit. Also wir freuen uns, euch auch eine Kleinigkeit zurückgeben zu können. Ihr seid jedes Mal da, jeden Mittwoch. Unheimlich viel Spaß. Und ist, glaube ich, eine coole Nummer. Ja, denke ich auch. Also alles entspannt, kostet alles kein Geld, sondern einfach nur ein Dreizeiler unterm Video und dann seid ihr mit im Lostopf. Und wichtig ist, seid dann nächsten Mittwoch bitte live im Stream mit dabei, wenn wir die Auslosung machen, weil dort muss derjenige anwesend sein, um den Preis dann zu bestätigen und sich dann mit uns in Kontakt zu setzen, dass wir die Karte personalisieren können. Das kurz zur Info, super wichtig. Ansonsten freuen wir uns immens auf dieses Spiel, auf dieses Gewinnspiel, einen Menschen kennenlernen zu dürfen, den wir vielleicht noch gar nicht kennen, den wir dann ziehen, müssen wir eine Losfee suchen, ne? Ist so. Wollen wir deine Freundin nehmen als Losfee? Wir können auch deine Freundin nehmen, Alter. Meine Freundin? Ja. Ja, aber das ist ja nicht gut. Wie nicht gut? Ich kann doch nicht meine Freundin hierher holen. Wenn deine Frau hier ist. Wer denn nun? Meine Freundin oder meine Frau? Ja, das sind ja zwei unterschiedliche, oder? Ja, macht ja Sinn, oder? Wer ist denn deine Freundin? Wer ist denn deine? Ja, also bist du mal drüber fällst, das dauert lange, ne? Nee. Macht ja nichts. Nein, also wir fragen nach einer Losfee, ob es deine Frau machen möchte. Wenn sie es ablehnt, also, ansonsten könnt ihr kurz mal reinschreiben, ob ihr eine Losfee oder ein, wie heißen die, männliche? Losfee ist ja Fee. Ja, und die ist immer weiblich, ne? Nee, kann ja auch eine männliche Fee sein. Die möchte ich nicht haben, Alter. Ich auch nicht, aber eine männliche Fee im Kostüm hier? Weiß ich nicht. Im Tütü? Sieht schon scheiße aus, ne? Ja. Tütü. Gut, wir lassen uns was einfallen. Ja. Also wird auch was fürs Auge werden am Ende. Hoffen wir. Ja, wenn meine Freundin, Frau, das macht, dann weiß ich nicht, also, dann ist ja die Creme de la Creme schon da, Junge. Mehr geht ja nicht. Wow.
die in die Werbewochen habe ich auch so geredet, ne? Wir sind doch gar nicht mehr in den Werbewochen. Seid ihr nicht mehr? Halten wir euch nur 2 Wochen an? Oder? Nö. Ich dachte, das geht heute länger. Nö, aber ich muss niemandem irgendwas beweisen. Genauso muss sie mir ja nicht. Ich glaube, wir haben uns beide schon die Schokoladenseiten dann auch präsentiert und gezeigt und ja. Achso, Jack HSV, ganz wichtige Frage. Entschuldige bitte. Gibt es eine Alterbegrenzung? Ja, steht drin, man sollte 18 sein. Nee, man muss 18 sein. Also das 18. Jahr vollendet haben, somit volljährig sein. Und das ist Voraussetzung, um mit uns dann am Ende ins Stadion gehen zu können. Ja. Genau. So sieht's aus. Das ist nochmal definitiv Fakt. Wir drücken allen Teilnehmern am Ende die Daumen und freuen uns auf zahlreiche Kommentare und vielleicht auch die ein oder andere schöne Geschichte. Wir werden uns logischerweise alle durchlesen und alle handschriftlich einzeln in den Topf schmeißen und dann am Ende schauen, wen es dann erwischt. Glücklich macht. Ja. Erwischt und glücklich macht, ne? So sieht's aus. Ja. So sieht es aus, meine lieben Leute. Meine gutsten Besten. Was hast du hier? Was schnaufst du denn? Wie, was schnaufe ich denn, Junge? Die, hast du Polypen? Was? Hast du Polypen? Polypen? Ja. Was ist das? Ja, Polypen. Eine Nase. Polypen, Digi. Kennst du Polypen, ne? Ich kenn Pollen, Alter, ja. Ja, aber dafür ist nicht die Zeit. Ja, hilft dir aber auch kein Haar, nur wenn du Pollen hast, Junge. Mhm. Oder? Ihr solltet noch als Besingung einen 2G-Nachweis hinzufügen. Das ist vielleicht ein guter Hinweis. Ja. Ist für mich aber selbstverständlich mittlerweile bei Veranstaltungen sowieso. Die Gegebenheiten, ja, geimpft und Maske sollte dann dementsprechend für jeden klar sein, heute, glaube ich, deutschlandweit. Also, aber ist gut, das nochmal zu erwähnen. Danke aber nochmal für den Hinweis. Ich trage es gerne nochmal mit in die Beschreibung rein, ja. Dass das auch nochmal, oder nach Absprache dann mit demjenigen richtig. Im Livestream, wenn er gewinnt, ob er das nachweisen kann und alles erfüllt. Aber ich trage es gerne nochmal mit ein, Lauritz, an dieser Stelle, danke. Auf was du alles achten musst, ne? Ja, musst Philippe schreibt, warum ist im Pokal gegen uns keine Gästefans erlaubt? Frag uns das nicht, mein Lieber. Frag uns das nicht. Frag das Gesundheitsamt in Hamburg. Henrik, alles mit dabei. Ehrenmänner, alle Bock mit euch bei dem Mal ins Stadion zu gehen. Vater, so. Vielen, vielen Dank. Und was ist, wenn man 5-mal unter dem Video postet, ist man dann 5-mal am Topf? Nein, natürlich nicht. Also es bringt jetzt nichts, 100-mal unter dem Video zu kommentieren. Die einzige Chance ist für euch natürlich Moderatoren oder auch Kanalmitglieder, dass man eben halt schon ein Los im Topf hat, plus ein Kommentar, wenn man bei 2 Losen doppelte Chance, also dann auch zu Gewinnern Chance erhöht. Von daher, nein, es bringt nichts, 100-mal unter dem Video zu kommentieren, um dann 100 Kommentare bzw. 100 Zettel im Lostopf zu haben. Erklärt sich oder versteht sich, glaube ich, dann auch von selber. Ja, die leider unter 18 sind, tut uns natürlich leid, aber können wir anders leider nicht machen. Ist einfach so. Ja, heißt aber nicht, dass man das HSV-Herz dann nicht unter der Haut trägt. Oder? So ist das. So sieht's aus. Nochmal zu den Gästefans, keine Ahnung, ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Man versteht so einiges nicht in der heutigen Zeit, aber ja, da musst du dann beim Gesundheitsamt Hamburg nochmal anrufen. Ja, ist ja auch noch ein bisschen hin, klar, die werden jetzt kurzfristig, glaube ich, nicht ja, mehr klar. viel ändern. Wenn jetzt nochmal die Meldung kommt, wird der HSV nochmal reagieren und sicherlich dann nochmal Tickets raushauen. Warum, ist mir jetzt aber auch gerade neu, warum jetzt Gästefans in der Form nicht erlaubt sind. Denn Bremer sind erlaubt in Hamburg beim HSV. Wundert mich jetzt gerade, warum Karlsruhe keine Gästetickets bekommt bei der gleichen Anzahl an Besuchern. Ja. Also, weiß nicht, wo du die Info her hast. Ich habe nichts gelesen, dass Karlsruhe nicht mit am Start ist mit Gästefans. Wäre mir neu gerade. Ist so. Ja. Wäre mir auch neu. Wäre mir neu. Also, ja. Lass dich mal so stehen. Wenn er das sagt, dann wird das wohl irgendwie schon stimmen, ne? Ja, ihr seid ja eh so dicke, ne? Egal, was er sagt, die wird gleich Fanny Van Keil zwischen uns treiben. Ist auch ein Teil des neuen Best-of-Videos. Freut euch morgen drauf, kommt morgen raus. Geht sagenhaft, glaube ich, so roundabout 18 Minuten zum Lachen. 18 Minuten hat der ganze Januar nochmal eingebracht. Ja. Also, freut euch drauf aufs Video, geht morgen online. 18? Und,
18 Minuten habe ich und ich habe echt schon dünn geschnitten. Was haben wir denn da gelabert? Das ist mal, wie Stoß du in einem Monat sammelst. Ja, viel. Ha? Viel. Das weiß ich aber auch selber. Was weißt du selber? Ja, dass ich manchmal viel Dünnpfiff sammle. Ja, das ist auch nicht schlimm. Außerdem hat meine Schwiegermama schon gesagt, oh, du redest so viel in den Fantalks. Kannst ja auch mal zu Hause bei uns so viel reden. Und dann habe ich erstmal gefragt, sag mal, bin ich zu still oder so? Nee, aber du redest so viel im Fantalk und hier so bist du ein bisschen ruhiger. Ich so, ja klar, ja, das ist ja auch privat, ne? Also wenn ich privat so viel sammeln würde wie hier, alter Falter, hier musst du ja, wir wollen euch ja auch was bieten, ihr wollt ja auch zuhören und wenn wir uns hier anschweigen, weiß ich nicht, oder auch mal ein bisschen nachdenkliches, dafür ist keine Zeit hier, Junge. Die Zeit ist begrenzt, die Zeit ist kostbar mit euch, aber natürlich auch mit der Schwiegermama. Ich gebe mir in Zukunft natürlich ein bisschen mehr Mühe, dann auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, energischer zu sein, aber ich glaube, wir wissen alle, ich bin so, wie ich bin. Ja, aber auch, wenn ich mich wohlfühle, klar, kann man auf die Kacke hauen, aber es gibt auch mal ruhige Momente, ne, wo man einfach auch mal, ja, genießt. Ja. Kann man so sagen. Aber man kann schon sagen, dass du eigentlich eher der Gesprächige bist. Bin ich. Klar. Also ruhig kenne ich dich eigentlich auch so in der Form nicht. Nein. Bin ich aber auch, glaube ich, nicht. Also. Nee, habe ich dir doch gerade gesagt, dass du es nicht bist. Wieso stellst du das jetzt in Frage und sagst du, nee, glaube ich auch, dass ich das nicht bin? Ich bin nicht ruhig. Habe ich doch gesagt. Ja. Und du kannst mir schon glauben, wenn ich eine Aussage tätige. Ja. Du stellst, also du bist, du rebellierst. Was? Junge, du rebellierst. So kenne ich ihn die ganzen Jahre nicht. Und jetzt rebelliert er, stellt er alles in Frage. Und, hey, ich habe doch nichts in Frage gestellt. Ich habe dir doch nur zugestimmt. Nee, bin ich nicht. Ich muss doch nicht. Bin ja nicht ruhig. Christoph sagt auch, wenn es um den HSV geht, gibt es ja auch viel zu reden. Ja, so ist das. Ja, viel absolut. Gesprächsstoff immer absolut. Mit dabei. Absolut. Das ist halt Fußball, ne? Das ist Fußball. Klar. Junge, was ist denn mit dir los? Normalerweise Phrasenschwein, ne? Das weißt du auch, ne? Also für die Aussage, ne? Erlaubnis der Eltern, also ihr müsst schon 18 sein. Ja, leider Gottes. Elternzettel wie Disco 16, 17, nee. Mutti-Zettel. Nein. Und dann oder Schreiber suchen, bringt leider nichts. Habe ich früher auch gerne gemacht, ne? Schön Mutti-Zettel. Ja, auch gern gemacht, ich brauch dich. Dafür nicht. Aber Mutti-Zettel hab ich, war eine geile Zeit. War eine wilde Zeit. Mutti hat nicht einmal unterschrieben, ne? Nee, natürlich nicht. Kann man mich dafür noch rechtlich belangen? Ich glaube nicht. 10 Jahre. Ach. 10 Jahre, da kannst du noch für den Knast gehen. Ach. Urkundenfälschung. Fadi, du musst härter sein. Muss er härter sein? Michael? Ich weiß es nicht. Ich hab meinen eigenen Kopf, Keule. Ich bin nicht zu bändigen. Sag ich doch. Ja. Du bist ein Löwe, ne? Habe ich irgendwann mal im Livestream heute, war auch so eine Anekdote. Ja. Ich bin ja auch Löwe. Ja, ich bin Sternzeichen Löwe, klar. Das sind einfach die besseren Menschen. Das sind die, weiß ich nicht, Löwe, schreibt gerne mal rein, was für Sternzeichen ihr seid, aber ey, Löwe, mehr geht gar nicht. Du bist Jungfrau. Ja, die besten Menschen auf Erden liest der Herrgott Jungfrau. Nee, ja, Junge, das ist Quatsch. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das habe ich doch nicht erfunden. Die besten Menschen auf Erden ließ der Herrgott Jungfrau werden. Also immer ruhig bleiben. Ich weiß nicht. Aber Löwe, Raubkatze, Jäger. Nee, Digi, das war einfach nur zeitlich basiert, wann ich dich da hab rumschwimmen lassen, Junge. Da hattest du null Einfluss, dass du ein Löwe bist. Da warst du eine Kaulquappe, Junge. Ja. Habe ich dir doch schon erklärt. Ja. Schnell genug geschwommen, irgendwann rausgehüpft, reingehüpft und rausgekommen. Ja. Ja, aber da. Guck mal, da kommen die ganzen Sternzeichen rein. Hier, Dino, auch Jungfrau. Milan ist auch Löwe, hervorragend. Ich bin Krebs, Wassermann, Zwilling, Stier, sind wir dabei, Schütze, Zwillinge. Zwillinge ist meine Frau. Zwillinge. Was soll ich da jetzt so sagen? Ich bin am 8.8. geboren, guck mal, ich habe am 12.8. Geburtstag, Nico. Also nur 4 Tage Unterschied. Richtig, richtig geil. Fisch. Michael ist Fisch. Fisch? Fisch. Jungfrauen wollen wir doch alle mal. Ja, ruf mal an. Wo soll er anrufen? Bei mir. Michael.
Widder. Dann erkläre ich ihm das, was die besten Menschen auf Erden sind. Ja, Dennis Diekmeyer hat gespendet. Nein, Keule. Du kannst auch Arnold Schwarzenegger, kannst dich auch nennen und kannst einen Euro spenden. Ich denke mal nicht, dass Dennis Diekmeyer gespendet hat, aber ja. Ja, Ende vom Lied ist, glaube ich... auf Sylt passt, würde ich sagen, ja. Definitiv. Was denn? Wollte ich auch eben nochmal eingehen. Wir wollen ja jetzt hier auch nicht über Sternzeichen reden, Alter. Ja, du hast doch gefragt, schreib das mal rein. Ja, ja. Da kannst du doch nicht sagen, da wollen wir nicht drüber reden. Nee. Hast du recht. Ja, hast du doch recht, Mann. Ich krieg einen Rappel, Junge. Alter. Sag mal, du bist aber auch eine Kohle. Du bringst mich hier aber auch durcheinander, Wieso? Ich sag doch am wenigsten gerade. Du hast hier Nebengewerbe laufen hier, Alter. Ja. Junge. Das muss doch alles weiterlaufen. Skorpion. Ja, geile Nummer. Schreib mal rein, euer Sternzeichen. Und dann, wir wollen jetzt hier auch nicht über Sternzeichen reden. Was machst du denn mit denen? Irritier die doch hier nicht. So alles entspannt, die Kowski. Ja, was sind denn eure... Aszendenten. Was? Aszendenten? Ja. Was heißt das? Keine Ahnung, das hat irgendwas... Keine Ahnung. Mit irgendwas Höheres. Das ist ja auch angehaucht, oder wie? Aszendenten? Ja, gibt das ja. Kenn ich nicht. Das hat nichts mit dem Assistenten zu tun. Nee, das ist richtig. Ja. Das aber mach dir mal Gedanken. Und Krebse sind Spitzenreiter. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Noch. Aber der Löwe kommt. Der Löwe kommt von hinten. Ja. Der Löwe kommt von hinten? Ja. Ist das so? Ja. Da mache ich mir Sorgen. Ja. Nein. Aber ich glaube, Fadi, du musst... Ja. Da muss ich den Giuliano recht geben. Was? Womit danke dir, denn Philippe. Jetzt? Aszendent ist das Sternzeichen der Mondphase, in der man geboren ist. Das ist mir zu hoch, Junge. Wer weiß sowas? Ist das Sternzeichen der Mondphase? Ich meine stark von Laurens, aber... Der Mondphase. Waage, Jungfrau sind zu langweilig. Jungfrauen sind... Padigi? Waage und Jungfrau, aber gut, der hat seine Erfahrung gemacht, ne? So ein Mann ist ein bisschen durcheinander. Ja. Weiß ich nicht. Giuliano, ist das Wasser in der Flasche? Ja. Still. Ja, aber... Können wir da mal eben, Padigi hat Erfahrung gemacht mit Waage und Jung... Ja, weibliche Jungfrau, männliche Jungfrau, das ist ja natürlich auch nochmal ein Unterschied, ne? Also, ja gut, aber eigentlich ja gut. Sagt man Sternzeichen, liest ja auch ein Horoskop, ist ja auch geschlechtsneutral geschrieben. Also sprichst du ja Frau und Mann an. Ja, dann kenne ich gar kein Sternzeichen, was überhaupt mal annähern. Aber es gibt bestimmte Charaktereigenschaften bei Sternzeichen, die zeichnen sich ab, egal ob Frau oder Mann. Was ist denn bei dir das? Löwe ist, ja, ich will nicht sagen dominant, überhaupt nicht, aber schon von sich überzeugt. Man weiß, was man kann, man weiß aber auch, was man nicht kann. Und da arbeitet man dran. Das weiß ich aber auch als Jungfrau, du willst das wohl. Das ist eine Arbeit. Ist das? Nein, das Löwe ist... Nein, aber Löwen sind anders, Löwen sind besonders. Löwen sind ganz besonders. Das ist nun mal so. Soll es mal wieder in den Tierpark gehen, Junge. So, Schluss mit Astro-TV. Ja, alles klar. Alter, Berlin. Alter, Falter. Will mal hier lang. Ha! Schätzelein, du. In welchem chinesischen Tierkreisjahr seid ihr denn geboren? Digi, Alter. Das ist mir... Ich bin 100% Stier vom Charakter. Wir ballern an der Mammel. Fanny ist auch ein Stier, aber im Bett. Alter, ja. Wenn er die Hörner rausholt, Junge. Ja, hast du schon mal eine Jungfrau gesehen mit zwei Hörnern? Nee. Mach dir mal Gedanken, Alter. Nicht, dass du heute Nacht nicht schlafen kannst, Alter. Ja. Ja. Was ist deine Freundin denn für ein Sternzeichen? Löwe. Auch? Ja, klar. Trennt zwei Löwen? Ja. Das ist nicht gut. Natürlich, Junge. Nee. Was? Nein. Ist nicht gut? Weil das nicht gut ist. Nein, natürlich ist das gut. Ja? Ja, klar. Also gleich? Nein, nicht gleich. Niemand ist gleich. Alle sind verschieden. Aber wir ergänzen uns halt gut. Das ist gleich sternzeichenlich. Verstehst du? Ja. Das kann auch bös enden. Junge. Ja, normalerweise... Ja, es kann aber auch mit einer Jungfrau ja, aber böse enden. Ja, aber im Rudel, also wenn zwei Löwen aufeinander treffen, dann kann auch mal einer zu Schaden kommen. Was ich meine... Nee, ich glaube, das ist so. Wenn zwei Jungfrauen aufeinandertreffen, kann nicht viel passieren. Ja, außer die das grinsen, ist unbeholfen. Die grinsen sich an und stoßen an und sagen, das war's dann. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was zu tun ist, sagt man dann.
Du willst mir erzählen, dass eine Jungfrau nicht weiß, was sie zu tun hat. Weiß ich nicht. Sonst wärst du heute nicht hier. Das stimmt. Ja, siehst du. Also das aber das heißt ja nicht unbedingt, dass du weißt, was du getan hast. Das ist eine komische These. Lass uns mal von den Thesen weg. Ja. Lass uns mal wieder da anfangen, wo wir hingehören, nämlich beim HSV. So sieht's aus. Sandhausen abgehakt. Ja. Heidenheim immer noch am Freuen. Gewinnspiel. Wer hat noch Fragen? Haut sie raus. Richtig. Ansonsten können wir übergehen zum Spieltagstipp. Oder? Würde ich auch sagen. Also, wer den Spieltag mittippen möchte, kommt gerne in den Discord rein. Wir würden uns sehr freuen, mit euch gemeinsam den Spieltag zu tippen. Ansonsten schreibt ihr eure Tipps in die Kommentarbox. Würde uns auch riesig freuen. Noch 63 Zuschauer mit am Start. Das ehrt uns natürlich absolut riesig. Wahnsinnsnummer. Also, wir gib mal kurz ein, bitte, Digi. Zweite Liga. Ist die Tabelle? Zweite Liga für die Spielpaarungen. Tabelle brauchst du nicht. Aber du kannst auf Spiele klicken, Digi. Ja, ja, genau. Also, der 23. Spieltag steht vor der Tür. Vor der Brust der SV Sandhausen. Und Philippe ist schon in der Warteschlange. Mal gucken, wie es bei seiner Liebe so läuft. Oh ja. Moin, Philippe. Kannst du uns hören? Ja, hallo. Moin. Oh, na, grüß dich. Voller Euphorie. Bitte? Wie geht's dir? Ja, mir geht's wieder soweit gut und bei euch? Ja, läuft. Läuft. Wieso geht's wieder gut nach der... Ja. Nach dem nicht so erfolgreichen Spiel vom Wochenende oder wo drückt der Schuh? Nee, wir haben noch gewonnen 4-1, ja, aber ich sag dem, das will ich Nachholspiel doch, haben wir ja verloren. Das da will ich doch, das gut. Wollte ich doch und hören. Und ab 4-1 gegen Nürnberg waren wir die Erleichterung groß. Ja, das wollte ich doch hören, Junge. 4-1 ist überzeugend. Was guckst du mich jetzt? Ja, das war auch überzeugend. Das war wieder ein ganz anderer Auftritt von den Jungs. Haben es sehr gut gemacht. Aber mein Blöd ist 0-1 kassiert, aber... Haben trotzdem weiter nach vorne gespielt und am Ende hochfliegend gewonnen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nürnberg stand gar nicht auf dem Platz in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, hochverdient 4-1 und weiter geht's. Ja. 4-1, wie gesagt, ist eine Ansage. Nürnberg auch weiter oben angesiedelt. Hat euch ein bisschen Luft jetzt verschafft mit dem Dreier. Freut uns natürlich. Wie läuft die Liebe? Ganz kurz. Ja. Unverändert auf der Suche. Auf der Suche. Was aber dauert du, denn da so lange? Nee, ich gebe dir mal einen Tipp jetzt, ganz kurz. Ratzifatzi. Such nicht, Alter. Such nicht. Die richtige kommt. Ja, ich weiß. Die richtige kommt. Wenn du suchst, wer viel sucht, sucht oft Mist. Ist so. Ja, das stimmt. Philippe, ja. Philippe, hör da nicht hin, sonst hast du bald Staub auf Vanille. Das ist nicht nee, witzig. Ich muss den Junior noch schon recht geben. Also wenn man so lange sucht, dann kommt nichts dabei raus. Ist so. Und dann auf einmal kommt dann noch die richtige Person. Den Punkt geht schon wieder an Giuliano Fabi. Da musst du noch ein bisschen arbeiten dann. Und verhofft kommt oft. Ja, ich wollte ihn nur damit gefragt. Gehst du weg oder schließt du dich zu Hause ein? Nee, ich gehe schon auch weg. Also ich bin nicht da zu Hause und mach nichts, aber... Ich, kurz Bars und Diskos sind noch geschlossen, aber ich bin jetzt so ein bisschen der Barman, also Barmensch. Aber sonst, ja, nichts sagt. Was bist du, der Barmensch? Der Barmensch, der in eine Bar geht. Ja, also ich gehe nicht in Disco, sondern eher in die Bar. Ja, und wo gehst du jetzt so hin? Im Moment nirgends, also. Ja, ich sag, da hast du bald Staub auf Vanille. Du, ich sag mal, selbst bei Edeka oder Rewe, ja, du musst eben halt mal ein bisschen länger einkaufen gehen. Du musst dir einfach mal ein bisschen Zeit nehmen. Gut jetzt. Nee, du kannst doch nichts erzwingen. Aber soll jetzt du willst auch nichts kennenlernen, aber du kannst das Sortiment doch mal kennenlernen. Ja? Dir einfach mal ein bisschen Zeit geben, aber draußen. Unter Menschen. Ja, das ja. Ist so wichtig. Das ja. Bin ich ja. Deshalb ja, frage ich ja, wo gehst du hin? Das sagst du nirgendwo. Aber da ja, ist natürlich. Im Stadion, vielleicht am Bratwurststand. Kann am ja auch Bratwurststand. Ja, nimm die mit den großen Kartoffeln da. So. Oder auf der Damentoilette aus Versehen. Kann ja auch passieren, weiß ich nicht. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Er gibt sich Mühe, ne? Er gibt sich Mühe und ja. Das ist auch die Hauptsache. Du wirst schon den richtigen Partner dann irgendwann finden. Wie gesagt, lass es alles auf dich zukommen. Und ja, manchmal kommt genau dann eine Person, weil man am wenigsten damit rechnet. Und das ist so. So, genau. Wir ziehen den Yannick noch mit rein, weil wir wollen den Spieltag tippen. Herzlich willkommen, Herr Busfahrer. Kannst du uns hören?
Natürlich. Tipptopp, Alter. Alles gut bei dir? Auf jeden Fall, ne? Also so ist es noch nicht, ne? Alles prima. Sehr schön. Auch du, ja, einen Sieg mitgenommen am Wochenende. Wie fühlt es sich an? Ja, also das war mal wieder ein Herzinfarkt-Spiel, also, wie ich die ja jetzt öfters habe in dieser Saison, ne? Also wir machen das immer uns, wir machen uns das Leben immer schwer und für uns Fans, wir machen das immer spannender, als es eigentlich ist. Also wir waren ja jetzt am Freitag in Erzgebirge zu Gast. Da waren wir über eine Halbzeit in Überzahl, weil dieser Idiot, Meschigen oder wie der ausgesprochen wird, ist schön in die Wade von Neumann reingesprungen, glatt rot. Ja, dann haben wir uns das Leben wieder schwer gemacht, haben Aue wieder ins Spiel kommen lassen, hätten eigentlich 4, 5, 6-0 eigentlich da vom Platz gehen müssen. Und dann machen wir wieder so eine blöde Aktion und dann mussten wir wieder in der 90. plus X wieder das 3-2 da machen und dann haben wir das Spiel gewonnen. Ja. Ja, am Ende natürlich scheiße, wenn man natürlich immer so ein Herzkasper hat und dann ist wirklich in letzter Sekunde das Tor macht, aber am Ende zählt der Dreier. Rote Karte war ja auch noch mit dabei, also ja, hart erkämpfte 3 Punkte, kann man so sagen, oder? Absolut. Ja, fragt nachher keiner mehr. Am wichtigsten sind die Punkte, 3 Punkte. Glückwunsch, Holstein Kiel. Ja. Glückwunsch vor allen Dingen dir, Yannick, und natürlich auch dir, Philippe. Sieg gegen Nürnberg in der Höhe dann auch absolut verdient. Ich glaube, da gibt es dann keine Argumente, irgendwas anderes zu sagen. Top, läuft. Alles kommen wie verrückt. Zum 23. Spieltag fangen wir mit dem Freitag an. Wer den Spieltag mittippen möchte, schreibt es gerne in die Kommentarbox. Wir tippen jetzt mit Philippe und Yannick und unseren beiden Wenigkeiten den 23. Spieltag. Fangen wir an am Freitag um 18.30 Uhr. Dynamo Dresden gegen unseren letzten Gegner Heidenheim. Yannick, was sagt dein Instinkt? Ja, also mein Instinkt sagt ein Unentschieden, 2-2. Ja, Philippe? Ja, schwer zu tippen. Ich glaube, Dresden ist auch noch mal so top oder flop, haben ja zu Hause gegen Rostock eins auf den Deckel bekommen. Heidenheim auswärts ein bisschen schwächer, aber ich glaube schon, dass Heidenheim das Spiel am Ende gewinnt, knapp mit 2-1. Auswärtssieg. Fadi? Ja, ich liebe Überraschungen, aber Heidenheim war auch gegen uns wirklich top im Spiel, kann man nicht anders sagen. Gut, Chancen nicht genutzt, dann darf man sich am Ende nicht wundern, wenn man sie vorne nicht reinmacht, dass man ein Spiel auch abgibt. Und sicherlich war der HSV sicherlich auch nochmal stark, auch an dem Spieltag. Und da langten dann mal 2 gute Situationen dann auch zum Sieg und dass man dann zu Null spielt. Aber hier sage ich, Heidenheim wird das machen bei Dynamo und mit 2-0 gewinnen. Ja, also das ist, glaube ich, auch der Maßstab. Das spricht für Heidenheim, dass sie eben halt extrem stark sind, dass sie uns das Leben auch schwer gemacht haben. Aber wie man auch weiß, jedes Spiel ist ein neues Spiel. Dynamo Dresden ist auch unangenehm, auch zu Hause unangenehm. Ich weiß nicht, ob Fans da sein können. Ich denke mal, ja, Dresden-Fans, Dresden auswärts ist immer unangenehm für die Auswärtsmannschaft. Von daher, es wird wie immer ein sehr, sehr enges Spiel. Tipp 1-1 unentschieden. Was sagt der Chat? Christoph Wallo tippt auch ein 1-1 unentschieden. Moritz Schröder ist beim 0-0. Klaus Euring tippt ein 2-1 für Heidenheim. Matthias Lilje tippt ein 2-1 für Dynamo Dresden sogar. Christoph Vollmann ein 3-1 für Heidenheim. Laurens Kreuzer ein 2-1 für Heidenheim. Genauso wie Tobias. Michael tippt ein 2-1 für Dresden. Chaco ist ein 3-1 für Heidenheim. Markus ein 1-1 unentschieden. Jack HSV tippt ein 2-1 für Heidenheimer. Genauso wie HSV, Dino und Sven Keller. Simon Petzer, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Schönen Abend dir und Jürgen Dauhaupt noch ein 1-1 Unentschieden raus. Markus schreibt außerdem, Kleindienst fehlt, 5. gelbe Karte, guter Mann, auch vernünftiges Spiel gemacht gegen uns, aber wird Heidenheim fehlen, von daher, ja. Kommen wir zum nächsten Freitagabendspiel, für mich ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil zwei sehr, sehr starke Mannschaften aufeinandertreffen. Schalke 04 zu Hause gegen Paderborn. Yannick. Ja, also
Ich gehe da von einer klaren Antwort von Schalke aus, weil Schalke ist sauer gewesen nach dem Spiel in Düsseldorf. Ja, Paderborn auch irgendwie ist irgendwie auch, habe ich das Gefühl, irgendwie die Luft raus, auch sowohl heim als auch auswärts. Also habe das in der Konferenz verfolgt. Also das war auch eher wenig von Paderborn bei 0-0 gegen Dresden. Also ich gehe davon ein 3-1 für Schalke aus. Philippe? Ich glaube auch, dass Schalke eine Reaktion zeigt. War natürlich enttäuschend gegen Düsseldorf. Und ich glaube, daheim von eigenen Fans, wenn sie sich nicht nehmen lassen, 2-0 Heimsieg für Schalke. Fadi? Ja, Philippe stark auf den Punkt gebracht. Klar, fällt sofort das Wort Reaktion zeigen nach so einer Leistung. Kesti, glaube ich, hat auch immens gewütet auf YouTube und waren, glaube ich, alle enttäuscht. Alle Schalker waren enttäuscht. Wenn du gegen ein angeschlagenes Düsseldorf, dann die Tabellen 16. waren, dann eben seit so eine Leistung dann am Ende bringst und ja, dort auch verlierst. Aber wie gesagt, zweite Liga, kann alles passieren, kann jeder jeden schlagen. Das dürfen wir nie vergessen alle. Aber auch hier Schalke-Paderborn, wie gesagt, Paderborn auch im letzten Spiel nicht die beste Leistung abgerufen. Aber auch wieder ein neues Spiel, ja, und hier kann eine Menge passieren. Ich sage, das hat Schalke wehgetan, die Niederlage, 1-1. Oha, oha. Ja, ich bin der anderer Meinung. Ich glaube schon, dass Schalke die Wut so ein bisschen umdrehen kann in, ja, wieder was Erfolgreichen. Ich glaube, das wird eine klare Nummer, 3-0, Doppelpack Simon Terodde. Aber du weißt selber, Wut hat dich noch nie weitergebracht. Nein, ne? Aber du kannst das ja, du kannst sie umwandeln, ne? Das ist ein Prozess, den du in der Trainingswoche dann auch durchläufst und den setzt du um mit Fans zu Hause, 18:30 Flutlicht. Ich glaube, Schalke spielerisch so stark, dass die Paderborn ihre Grenzen aufzeigen. 3-0. Was sagt der Chat? Christoph Hallo tippt ein 2-2 Unentschieden. Laurenz tippt ein 5-1 für Paderborn. Matthias tippt ein 2-2. Sven ist beim 1-1. Tobias auch 2-2, genauso wie Dino. Moritz Schröder tippt ein 1-1. Klaus Euring ein 2-1 für Schalke, genauso wie Jürgen Dau. Matthias tippt ein 3-2 für Paderborn. Christoph Wollmann auch ein 2-2 Unentschieden. Also viele Unentschieden mit am Start. Michael Wenz ist beim Auswärtssieg für Paderborn. Fatih tippt ein 3-1 für Schalke, genauso wie Jack. Der tippt ein 2-0 für Schalke. Markus ein 2-0 für Paderborn. Chuck Boris ein 2-1 für Schalke. Und ja, also, bunter Mix, viele Unentschieden mit dabei, ein paar Heimsiege, ein paar Auswärtssiege, können uns auf ein richtig spannendes Spiel freuen. Schöner Anhang nochmal von Laurenz. Paderborn ist auswärts ungeschlagen, darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Ist auch eine tolle Statistik, ja, wenn du auswärts ungeschlagen bist. Ja. Ja. Finde ich auch mal spannend. Heißt was. Also finde ich auch mal spannend. Kein Selbstgänger für Schalke. Ja, kommen wir zum Samstag. Fangen wir an mit einem richtig geilen Spiel. Euch beiden betrifft es ja, ja, und zwar Holstein Kiel zu Hause gegen den Karlsruher Sportclub. Ist ja geil, wenn man dann beide auch noch mit drin hat. Ne? Richtig, richtig. Perfekt. Eure Ergebnisse bitte in die Chatbox und Yannick, fang gerne an. Ja, Philipp, dieses Mal spreche ich ja auch dich mit ein bisschen an. Ja, also wir sind bei einem ungeschlagen unter unserem neuen Trainer und klar, wir hatten jetzt in Aue nicht so eine gute Leistung nach dem Überzahlspiel, haben aber seit 3 Spielen in Folge nicht mehr, haben wir 3 Siege geholt und dieses Mal, denke ich mal, bin ich fair und ich hoffe, dass es wird freundschaftlich zwischen Philipp und mir ablaufen und unserem Verein. Ich tippe mal auf ein Unentschieden auf ein 2-2, damit haben Philipp und ich ein nettes Spiel und ja, wir freuen uns drauf und wird auf jeden Fall eine geile Partie und ja, am Ende habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Was hast du denn zu machen? Also, ich kann ankündigen, dass ich auch am Freitag 20.30 Uhr auf Instagram von einer Aue-Fan-Page angesprochen worden bin. Und dort bin ich zu Gast. Bei Aue? Hallo? Hallo? Bei Aue? Bei Aue bist du zu Gast? Bei einer Aue-Fan-Page, jo.
Der hat mich angeschrieben über Instagram, ob wir noch mal ein bisschen trollen wollen. Ja, tolle Nummer. Finde ich immer geil, wenn gerade Social Media und welcher Kanal auch immer, richtig geil. Freut mich für dich. Schaut gerne mal auf, ja. Oder freuen wir uns gemeinsam für ihn. Definitiv. Weil ja, ist das so. Nur, aber ist man so. Freut ist sich, so. Ja. Richtig geile Nummer, Yannick. Genieß es. Und ja, so entstehen auch Freundschaften und oder tolle Gespräche auf jeden richtig, Fall. Richtig, richtig. Ja. Ja, kommen wir zum Philippe. Was sagt der denn? Will er diese Freundschaft eigentlich in dem Spiel? Oder will er 90 Minuten Blut, Schweiß und vielleicht sogar Tränen sehen? Und ist mit dem 2-2 nicht zufrieden. Erzähl es uns. Ja, schwierig. Ich sage, ich kenne ihn auch schon seit eigenen Zeiten. Wir schreiben uns auch ganz oft. Aber leider muss 90 Minuten lang unsere Freundschaft mal kurz pausieren. Ich böse gemeint, Janik, aber es ist halt bei mir so. Also, ich blende sowas gerne mal aus. Und ja, ist natürlich schwer zu tippen. Ich glaube, Kehle hat es gut gemacht mit dem neuen Trainer, ist auch ganz stark. Wie gesagt, wir sind auch so eine kleine Wundertüte, manchmal top, manchmal flop. Wir haben 4-1, hoffe ich natürlich, dass man diesen Euphorie mitnimmt nach Kehle. Und am Ende knapp. Schweres Spiel, aber knapp mit 2-1 gewinnt. Und Yannick, um 15:20 Uhr kann ich mich dann wieder anrufen und vielleicht mich gratulieren und vielleicht können wir per WhatsApp-Video ein Bier trinken zusammen und dann schön über ein Spiel zusammenfassen. Würde mich nicht wirklich sehr freuen, wenn man da kurz ein Video machen könnte mit einem schönen Bier und dann ist wieder alles gut. Also, das machen wir gerne, aber ohne einen Sieg von euch, dann sind wir zufrieden. Ja, das machen wir manchmal gerne. Und da machen wir gemeinsam per Video eine schöne Flasche Bier auf und dann sind wir wieder beste Freunde. Gell? Also das mit gratulieren, das habe ich nicht verstanden. Ja, also, ich weiß, was ich meine, gell? Tut mir leid. Das kann ich leider nicht unterschreiben, aber wieder in 10 ab 13:30 brennt der Baum da bei uns im Stadion und dann werden wir sehen, wer am Ende aus unserem Stadion rausgeschossen wird. Aha! Da kommt der. Da kommt das wahre Gesicht zum Vorschein. Also, kein freundschaftliches 2-2 oder Pipapo. Nein, Kieler der Yannick will gewinnen und 90 Minuten Blut, Schweiß und Tränen sehen und Philippe will das auch. Also, wir freuen uns auf ein richtig geiles Spiel. Das war nur eine Finte, ne? Ja, klar. Natürlich, Alter. Wir haben euch gegeneinander ausgespielt, Alter. Jungs. Wieso wir? Die spielen gegeneinander. Ja. Wir geben es ja nur weiter, aber so eine, also ich dachte eben, ich bin hier bei Dornröschen oder irgend so eine Nummer. Also ich keine Kampfansage und nix hier. Außer Philippe, der hat gleich gesagt, pass auf, 90 Minuten. Muss ruhen. Die muss mal ruhen. So, und dann Feuer frei. Also wenn man, ich dachte, ich war da eben raus. Ich dachte, der macht die gleich einen Antrag. Ich dachte, was ist denn da jetzt los, Junge? Ja. Aber gut, ihr habt ja die Kurve gekriegt und am Ende hat man Yannick auch gehört. Ja? Dann ist mal Schluss hier mit lustig. Also, feiere ich genauso. Allerdings könnte ich dieses Spiel echt schlecht tippen. Und um es dann am Ende auch auf den Punkt zu bringen, ich habe Tendenz, Holstein Kiel zu Hause, weil sie zu Hause spielen, habe ich eine Tendenz, aber es ist auch wieder ein Spiel, wo alles passieren kann, von 2-1 bis Auswärtssieg. Ich sage ein kollegiales 2-2. Ja, du sagst es, schwierig zu tippen. Aber Karlsruhe ist immer für eine Überraschung gut. Allerdings Holstein Kiel auch bärenstark zu Hause. Schwierig zu tippen. Ich glaube, das wird ein torreiches 3-2 für Holstein Kiel. Ist aber wirklich schwer. Moment, Giuliano, also das wäre ja keine Überraschung, wenn Kreis in Kiel gewinnt. Hey, was denn? Hör mal ruhig. Giuliano ist unter meinem Schutz. Weg da mit dir. Weiter geht's. Was sagst du, Philippe? Ich hab gesagt, es wäre ja keine Überraschung, wenn jetzt Karlsruhe in Kiel gewinnt. Eine Überraschung für mich wäre, wenn wir jetzt auf Schalke gewinnen sollten oder bei euch in Hamburg. Aber Kiel, klar, ist im Moment stark drauf, aber das ist, glaube ich, 10. gegen 11. Also wäre es für mich jetzt keine Überraschung, wenn wir das dort 3 Punkte mitnehmen würden. Nein. Also eine Überraschung wäre es nicht, definitiv. Aber du musst ja auch sagen, dass Holstein Kiel gerade nach der Anfangsphase in der Saison auf einmal sich so stabilisiert hat, dass es verdammt schwer wird, auch in Kiel zu gewinnen. Natürlich. Ja, natürlich. Und
wo ich dir recht gebe, ist natürlich eine Überraschung, wäre es nicht. Aber eine Überraschung war es für mich auch, dass ihr in Nürnberg 4-1 gewonnen habt. Also ich glaube, damit hätte auch niemand gerechnet. Nürnberg auch gar nicht so schlecht drauf, stehen auch nicht zu Unrecht da oben. Von daher schwierig zu tippen, das Spiel. Aber ja, der Bessere soll gewinnen. Ich bin gespannt. Oder? Ja, genau. Also ich feiere euch ja. Stellt doch noch die Räucherkerzen auf. Ne? Also ihr beweihräuchert euch ja alle gegenseitig, du. Also es gibt keine Überraschung mehr in der zweiten Liga. Da ist nichts mehr überraschend. Da kann wirklich jeder jeden auch in der Höhe schlagen. Ist so. Das ist eine krasse Nummer. Ist so. Also sage ich ja auch, da entstehen ja Ergebnisse, die verstehen wir nicht. Nee. Ja, so, und von daher sage ich, Überraschung ist gar nichts mehr. Das ist Tagesform, da gehen so viele Faktoren rein. Die ist nun mal stark, die Liga, und erwischt den besseren Tag, dann läuft der Hase. Ja? Aber überraschend wäre es für mich, gibt nur eine Überraschung, überraschend wäre es für mich, wenn wir gegen Bremen nicht gewinnen. Das wäre für mich eine Überraschung. Ja. So, dann können wir über Überraschungen reden, ja. Aber doch nicht jetzt hier bei solchen Sachen. Was sagt der Chat denn? Vielleicht haben die ja eine klare Tendenz. Christoph Wallo ist beim 2-1 für Kiel. Laurenz tippt ein 0-0. Christoph Wollmann tippt ein 2-1 für Kiel. Fatih tippt auch ein 2-1 für Kiel. Genauso wie Moritz Schröder. Tobias ist beim 1-0. Matthias beim 2-1 für Kiel. HSV Dino tippt ein 2-1. Genauso wie Michael Wenz für Kiel. Klaus Eulring tippt ein 2-2 unentschieden. Jack und Jürgen tippen ein 1-1. Sven Keller beim 2-2. Chuck Boos ein 1-0 für Kiel. Markus ein 1-1. Matthias ein 4-4. Und Patigi tippt ein 3-1 für den KSC. Johannes Krause tippt auch noch ein 3-1 für Holstein Kiel. Also Tendenz eher Kiel. Paar Unentschieden mit dabei, aber auch ein, zwei Auswärtssiege für Karlsruhe. Wir sind sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Weiter geht's jetzt mit unserem Spiel. Wir sind zu Gast in Sandhausen. Wird ein richtig schwieriges Spiel. Eure Tipps für unseren Verein. 3-2-1 in die Chatbox. Yannick, wie spielen wir in Sandhausen? 1-3, weil das ist ein guter Chip. Also ihr nehmt den Flo mit. Ihr habt einen unfassbaren Lauf, also hätte ich niemals gerechnet mit, also wirklich, also dass ihr da auch auf einmal in Darmstadt da 5 Buden macht, also ich, im Parallelspiel habe ich gesehen, wir hatten ja auch ein Spiel, plötzlich steht da 5-0, ich habe mir erstmal die Augen gerieben, was ist denn da los und so, und ja, den Flo nehmt ihr auf jeden Fall jetzt auch mit, auch mit Heidenheim, mit dem Spiel, ja, 1 für euch. Ja. Hört sich gut an. Philippe, vielen, vielen Dank. Yannick? Das war Yannick. Nee, ja, vielen, vielen Dank, Yannick. Und jetzt Philippe, bitte. Nee, du hast gesagt, vielen, vielen Dank, Philippe, Yannick. So, ja, dann habe ich das ja umgekehrt. Ist ja nicht schlimm, ich wollte ja nur sagen, dass das Yannick war. Also, dann, ich wollte ja, das habe ich. Ja, ja, ja. Dann, du machst viel, das ja gut, vielen, Janis. Vielen Dank, Yannick, ja Philippe nun. Du machst das ja super. Schwer zu tippen. Also Sandhausen mit dem neuen Trainer Alois Schwarz sind auch im Moment sehr gut drauf. Daheim in Sandhausen, das kenne ich mich selber bei Heimspielen von Sandhausen, immer richtig unangenehm. Ich sehe es gar nicht mal so deutlich, dass er Hamburg gewinnt deutlich. Aber ich denke, wegen der Qualität der Mannschaft von Hamburg und von Sandhausen, das ist ein knapper Sieg für Hamburg. Es wird ein enges Spiel, aber am Ende denke ich, dass es Hamburg knapp mit 2-1 gewinnt. Ja, vielen, vielen Dank, Philippe. Fertig? Keine Nummer. Ja, klare Ansage. Wir gehen den Weg weiter. Und da wird auch Sandhausen nichts entgegenstellen können. Sicherlich Heimbonus, Auswärtsbonus, all die, der ganze Rotz interessiert mich nicht. Wenn die Jungs das wieder hinbekommen, die Woche geil gearbeitet, dann wird Sandhausen uns auch nicht aufhalten können. Und wir werden das Spiel dort mit 2-1 gewinnen. Ja, dass es eng sein wird, ist klar. Ja. Also wir bekommen da gar nichts geschenkt. Ja? Und du hast es ebenso schön gesagt beim Spiel Holstein Kiel gegen den KSC. Es ist, jedes Spiel ist spannend. Das ist die spannendste zweite Liga. Da kann jeder jeden schlagen. Von daher gehe ich auch davon aus, dass es richtig eng werden wird. Ein Kampfspiel. Auswärts immer eklig in Sandhausen, die können fighten, die können alles reinschmeißen. Von daher gehe ich auch mit einem knappen Ergebnis dann als Endresultat raus. Ich tippe auf ein knappes 0-1 für den HSV. Was sagt der Chat? Christoph?
beim 1:1 Unentschieden. Laurenz tippt ein 1:0 für den HSV. Johannes Krause ein 6:0 für den HSV. Das wäre natürlich Wahnsinn. Klaus Euring tippt ein 3:1 für den HSV. Matthias tippt ein 2:1 für Sandhausen. Oha, sagt also, dass wir patzen. Jack HSV ist beim 0:1 für den HSV. Michael ist beim 4:1 für Sandhausen. Wenn ich das jetzt so richtig identifiziere, verbessere mich gerne. Moritz Schröder ist beim 0:2 für den HSV. Tobias war im 0:1. Markus tippt ein 0:3 für den HSV. Sven Keller tippt ein 4:1 für uns. Fatih tippt auch ein 3:1 für unseren HSV. Dann ist der NHP auch mit dabei. Der sagt 2:5 für unsere Raute. Patin G sagt 0:2. Jürgen Dau tippt ein 2:1 für den HSV. Daniel HSV tippt ein 0:2. Sage ich, unser HSV macht das, so Gott will. Chuck Boris tippt ein 3:1 für den HSV. Matthias Salm sagt HSV 1:3. Gewinnen wir. Christoph Vollmann tippt ein 3:2 für Sandhausen. Omar ist auch mit dabei. Bin jetzt da, Training fertig. Sehr gut. Günner tippt ein 3:2 für den HSV. Und Gerhard Brand tippt ein 3:1 für den HSV. Omar haut auch noch ein 2:0 für den HSV raus. Also, richtig spannendes Spiel. Wir freuen uns drauf, Samstag 13:30. Samstag 13:30 spielt auch unser übernächster Gegner, Werder Bremen, zu Hause gegen das Schlusslicht aus Ingolstadt. Eure Tipps rein in die Chatbox. Yannick, was sagt dein Instinkt? Mein Instinkt sagt, dass Ingolstadt da auch nichts zu melden hat. Haben jetzt auch gegen Sandhausen nur 0-0 gespielt, also und Sandhausen hatte da eher die besseren Chancen, das Spiel zu gewinnen. Also da gehe ich von einem sehr klaren 5:0 für Bremen aus. Ja, Philippe? Ja, sehe ich genauso. Also Bremen, wie gesagt, können da Rekord aufstellen. Wenn sie es noch einmal gewinnen können, kann der Ole Werner den Rekord von Otto Reagel brechen. Und ich glaube, ich werde es auch schaffen mit einem 5:2-1-Sieg. Fadi? Ja, Ingolstadt ist immer mal auch für eine Überraschung gut. Ne? Das hat man ja gesehen bei dem Sieg. Wen hatten sie da weggehauen? Ingolstadt? Nürnberg. Ja gut, aber Nürnberg ist ja auch immer so eine Nummer. Ne? Das ist ja auch so eine Wundertüte. Ne? Also da weiß man nie. Aber ich sag mal rein realistisch, wenn Ingolstadt in Bremen, werden die nichts melden. Das ist einfach so. Das wird Bremen sicherlich nach Hause fahren und ja, was willst du da tippen? Ich tippe dann, um nicht aus der Reihe zu fallen, ein 2:0 für Bremen. Ja, ist auf dem Papier, glaube ich, ähnlich wie unser Spiel. Ich glaube, nicht nur der HSV ist in guter Form, auch Werder Bremen spielt sehr, sehr erfolgreich. Nicht immer sehr ansehnlich, aber sie holen ihre Punkte, sie holen die Siege rein und die brauchst du eben auch. Ja, es kann nicht immer nur schön Spielerei sein, sondern auch mal dreckige Siege. Das hat Bremen gezeigt, dass sie auch das können. Gegen Ingolstadt, wie gesagt, ähnliches Spiel wie wir in Sandhausen. Das würde auch eklig sein. Allerdings Werder Bremen zu Hause vor den eigenen Fans. Denke ich schon, dass da nichts anzubrennen ist. Wird trotzdem ein knappes Spiel. 2:1 gewinnt Werder Bremen das Spiel zu Hause. Was sagt der Chat? Der Chat sagt Christoph Wallo 4:0 für Bremen. Lauenskreuzer ein 2:0 für Ingolstadt. Günner sagt ein 1:1 unentschieden. Fatih tippt auch ein 4:0 wie Christoph Wallo für die Bremer. Matthias tippt ein 3:1 für die Bremer. Klaus Euring ein 3:0 für Bremen. Jürgen Dau ein 2:1 für Bremen. Christoph Vollmann ein 4:1 für Bremen. Chuck Boris ein 3:0. Omar tippt ein 4:1 für die Bremer. Tobias ein 0:0. Markus sagt ein 2:0 für Ingolstadt. Die Serie geht zu Ende. Sven Keller tippt auch ein 2:1. Für Ingolstadt. Patigi 2:2, kleine Überraschung. Moritz Schröder ist beim 0:1 für Ingolstadt. Daniel HSV sagt, Werder gewinnt 3:1. Und Matthias tippt ein 4:2 für Werder Bremen. Ja. Wäre natürlich geil, wenn die Serie reißt. Aber wir schauen mal. Wenn nicht, sind wir diejenigen, die sie reißt. Richtig. Ist ja kommen nicht, wir, kommt auf eine Woche ja nicht drauf an. Da kommen wir zum Topspiel. Für mich, ja, kann man gucken. Würde ich mir jetzt aber so privat, ehrlich gesagt, nicht angucken. Das ist für mich gar nichts. Ist kein Topspiel für mich, aber ja, gibt es ein besseres Spiel? Ich weiß nicht. An dem Spieltag ist es wirklich schwierig. Da hätte ich vielleicht Holstein Kiel KSC als Topspiel genommen oder Schalke Paderborn. Aber ja, das hätte ich auch hergenommen. Aktuelle Topspiel ist Samstag 20.30 Uhr. Der Club aus Nürnberg spielt gegen Jahn Regensburg. Eure Kommentare in die Chatbox. Yannick, Mr. Instinct, was sagst du?
Also das Spiel ist irgendwie nichts für mich. Also halte ich nicht viel von. Ist zwar ein kleines Derby, wie ich anscheinend gehört habe, aber ja, Regensburg, naja, hatten wir jetzt demnächst, sind oder hatten wir schon. Und Nürnberg ist zu Hause ganz gut, aber was soll ich von dem Spiel halten? Das wird ein langweiliges 1-1. Ja, Philippe? Wie gesagt, Nürnberg, unser letzter Gegner, war bei uns ganz schwach. Regensburg habe ich jetzt nicht gesehen gegen St. Pauli. Gut, Regensburg, es war irgendwie klar, dass sie da im Mittelfeld landen werden. Ich glaube, Nürnberg haben so noch kleine Hoffnung. Ich glaube, Nürnberg muss dieses Spiel gewinnen daheim. Ich sage 3-1 für Nürnberg. Fadi? Ja, also ein Topspiel ist es für mich nicht. Absolut nicht. Aber gut, weiß man ja nicht. Man muss nur mal vorher planen. Und Regensburg und Nürnberg, ich sag mal, hatten auch schon bessere Plätze. Ja, und von daher, alles gut. So soll es sein. Ist mir völlig unwichtig. Ich tippe 2-2 Nürnberg gegen Regensburg. Ja, eigentlich Topspiel. Fallen immer viele Tore. Immer Tore. Ich sag auch die Serie, wenn es da eine Serie gibt, keine Ahnung, geht da zu Ende 0-0 unentschieden. Oh, ganz langweilig. Mau. Christoph Wallo sagt ein 2-1 für Regensburg. Laurens Kreuzer ein 1-1, genauso wie Moritz Schröder auch 1-1 unentschieden. Klaus Euring tippt ein 2-1 für den Club aus Nürnberg. Matthias tippt ein 3-1 für Regensburg. Fatih ein 1-2 für Regensburg. Tobias ein 4-2 für Regensburg. Sven Keller tippt ein 1-1 unentschieden. El Boxer tippt auch ein 2-2 unentschieden. Christoph Vollmann ein 4-2 für Nürnberg. Patte G ein 2-1 für Nürnberg. Genauso wie Jürgen Dau. Chuck Boris ist bei einem 2-1 für Regensburg. Und Markus sagt auch ein 2-0 für Regensburg. Also, sehr, sehr spannend. Kommen wir zum Sonntag, 13:30 Uhr. Da spielen unsere Freunde aus Hamburg, St. Pauli, zu Hause gegen Hannover 96. Eure Tipps in die Chatbox. Was guckst du mich so ernst an? Yannick, was sagst du? Ja, also ist leider vom Papier her relativ einfach. Hannover mittelmäßig drauf und Pauli spielt ja zu Hause auch ganz gut, haben zu Hause auch noch nicht verloren. Die Serie wird auch weitergehen mit 1-2. Philippe? Ja, ich denke auch, dass St. Pauli daheim gewinnen wird. Hannover, klar, ist auch nicht mehr so schlecht drauf, aber ich glaube, St. Pauli gerade nochmal nach dem Auswärtssieg in Regensburg auch wieder mit mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, dass St. Pauli daheim mit 2-0 gewinnt. Fadi? Ja, ich war ganz angetan von Hannover eigentlich im Spitzenspiel gegen Darmstadt. Ja, und wenn du bei Darmstadt oder zu Hause gegen Darmstadt 2-2 holst, kannst du Fußball spielen. Ja, und warum ist oder soll nicht am Müller-Tor auch mal was drin sein? Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht mal eine Serie auch zu kippen. Wir können es ja leider nicht mehr reißen am Müller-Tor. Da macht es Hannover und gewinnt 1-0 am Müller-Tor. Ja. Pauli, ja, gut drauf, natürlich, klar, haben die Tabellenführung wieder erlangt. Allerdings Hannover, muss ich auch ganz klar sagen, kam immer besser in Form, in Tritt. Auf jeden Fall kein Gegner, den man unterschätzen darf, ja. Also Hannover mal eben so zu besiegen, funktioniert auch nicht. Die werden das Pauli richtig, richtig schwer machen. Ich glaube, am Ende trennen die sich mit einem fairen 2-2 unentschieden. Christoph Wallo. Wäre das eine Überraschung dann? Nö, nicht wirklich. Okay, da sind wir uns ja einig. Christoph Wallo sagt ein 2-1 für Pauli. Laurens Kreuzer ein 0-1 für Hannover. Christoph Wollmann ein 4-2 für Pauli. Was anderes hätte mich jetzt auch gewundert. Moritz Schröder tippt ein 2-1 für Hannover 96. Günther Eswein 1-0 für Pauli. Klaus Euring ein 3-1 für Pauli. Fatih tippt ein 4-1 für San Pauli. Matthias tippt ein 3-1 für Hannover. Tobias tippt auch ein 2-1 Auswärtserfolg für Hannover. Jürgen Dauers beim 2-1 für Pauli. Sven Keller ein 2-1 für Hannover. Markus ein 3-1 für Hannover. El Boxer tippt ein 1-1 unentschieden. Genauso wie Daniel und Patte G. Chuck Boris ist beim 2-1 und Matthias Seim tippt ein 2-2 unentschieden.
Sehr, sehr spannend, finde ich. Finde ich auch ein richtig gutes Match. Kann man sich Sonntag auf jeden Fall mal geben. Absolut. Werde ich mir auch angucken. Sonntag 13:30 Uhr. Außerdem Daniel Thun mit seinen Düsseldorfern gegen den letzten Gegner von Holstein Kiel, gegen Erzgebirge Aue. Also Düsseldorf zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Eure Tipps in die Chatbox. Yannick, was sagst du? Ja, Aue, unser letzter Gegner. Bis auf dieses eine kleine Zurückkommen da mit den zwei Toren, haben sie mich überzeugt. Sie sind auch ehrlich gesagt sehr angeschlagen und der Trainer ist auch irgendwie da nicht der Richtige, habe ich das Gefühl. Und Düsseldorf ist durch Thun jetzt natürlich deutlich beflügelt, haben jetzt auch endlich mal wieder Tore geschossen, sind zu Hause und das wird eine klare Sache von 1-2-0. Philippe? Ja, schwer zu tippen, ich glaube. Aue ist schon angeschlagen, muss aber was in Düsseldorf holen, um dann noch einen Klassenerhalt, noch eine Chance zu haben, weil sonst wäre er schon 8 Punkte auf Platz 16. Klar, Düsseldorf, jetzt ein bisschen angeschaut gegen Schalke, war eigentlich eine gute Leistung. Jetzt muss man halt mal gucken, ob sie auch gegen kleinere Mannschaft da ein bisschen was holen. Schwer zu tippen, ich glaube, es geht 2-2 aus, unentschieden. Fertig. Ja, ich sage ja, wenn du jetzt einen Sockenschwung nicht mitnimmst, neuer Trainer, schlägt Schalke und jetzt kommt Erzgebirge Aue, mit der Millionentruppe überhaupt da unten mitzuspielen, Wahnsinnsnummer, denn das Personal ist ja nicht schlecht bei Düsseldorf. Ist nicht schlecht. Ja, schon gute Jungs dabei, aber du siehst, es ist hier kein Selbstgänger. Wenn du deinen Job nicht machst, Junge, dann kommt mal eine Abmahnung. So einfach ist das. Und ich sage mal, ich möchte kein Düsseldorf-Fan sein. Ich wäre, glaube ich, schon eskaliert. Bei der Nummer, was sich die Jungs da leisten, da muss erst ein neuer Trainer kommen, Schwung reinbringen und dann fährt man mal einen Sieg gegen Schalke ein. Ich sage, das Ding muss ein Selbstgänger gegen Erzgebirge sein. Musst du mitnehmen, 3-0 zu Hause. Alles andere würde mich enttäuschen. Absolut. Ja, aber es wird Fußball gespielt. Erzgebirge kratzt, beißt und will alles rausholen. Und in Düsseldorf, Daniel Thuns Truppe, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ich gehe da auch eher in Richtung Philippe, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dem Höhenflug kommt meistens, man sagt ja, auch so ein bisschen, wer hochfliegt, fällt tief. Ich glaube, Düsseldorf ist jetzt hochgeflogen, fällt tief. 1-1 unentschieden, sehr enttäuschend für die Düsseldorfer, aber ich glaube, mit einem Punkt kann Erzgebirge da gut mit leben. Was sagt der Chat? Chat sagt 2-0, sagt Christoph Wallo für die Düsseldorfer. Laurens Kreuzer ist beim 0-2 für die Erzgebirger aus Aue. Günther tippt ein 2-1 für Aue. Christoph Wollmann ein 2-0 für Düsseldorf. Chuck Boris ist auch beim 2-0. Genauso wie Tobias. Matthias tippt ein 3-0 für Düsseldorf. Klaus Euring auch ein 3-0. Jürgen Dauer ist beim 2-1. Genauso wie Patti G für die Fortuna aus Düsseldorf. Sven Keller ist beim 2-0 für Düsseldorf. Genauso wie Markus. Und El Boxer Moritz Schröder haut auch ein 2-0 für die Düsseldorfer raus. Und Matthias ist beim 5-0 für die Fortunen. Also, das ist ja bemerkenswert. Also, crazy. Also, ich war eben am Überlegen, ob du irgendwie irgendwelche Verbindungen nach Aue hast. Wieso? Ja, weil du denen so viel zutraust am Ende ja auch. Ne? So, also, ja. Die stehen ja nun wirklich mit dem Rücken zur Wand. Ne? Ja, und, aber das sind auch die Gefährlichen. Ne? Also, ein angeschlagener. Ja, die müssen erstmal gefährlich werden. Die sind jetzt 22 klar, Spieltage. Ja, natürlich. Also, ein angeschlagener Boxer, ne? Jetzt wieder mein Sekt ausgelaufen, Mann. Du sollst dich auch nicht auf die Flasche setzen, Junge. Jetzt läuft danke, Fabi, Sekt aus. Mein Sekt ausgelaufen. Ich wäre wahnsinnig. Welche Sorte trinkst du denn da? Bitte? Welche Sorte trinkst du denn da? In Badischen, warte mal. In Rotkäppchen, halbtrocken aus Baden. Rotkäppchen, crazy. Aber was ich sagen will, wie gesagt, ein angeschlagener Boxer, den darf man niemals unterschätzen. Erzgebirge ist angeschlagen, ist angezählt. Immer gefährlich sowas. Die kratzen, die beißen. Ekelhaft. Sehr, sehr ekelhaft. Kommen wir zum letzten Spiel. Auch Sonntag 13.30 Uhr. Darmstadt 98. Schönes Spiel. Gutes Spiel, wie ich schönes finde. Spiel. Sehr schön. Ja, Darmstadt 98 zu Hause gegen Hansa Rostock. Gegen die Koggen von der Ostsee. Also, Yannick, was sagt dein Instinkt? Da wird eine Überraschung passieren. Das gewinnt Rostock mit 2-0 aus einem guten Grund, weil sie gegen Bremen auch ein gutes Spiel gemacht haben.
sind immer näher dran gewesen an einen Ausgleich gegen Bremen und Darmstadt. Ja, weiß ich nicht zu, kann ich nicht zu melden. Klar, sind die auch gut. Zu Hause darf man die nie unterschätzen. Aber trotzdem, eine Überraschung am Spieltag wird es immer geben und die wird an diesem Spiel stattfinden. Deshalb werde ich auf einen Auswärtssieg gehen, 0-2. Alles klar, dann was sagt Philippe? Pass auf, eine fachliche Analyse. Ja, dieses Spiel hätte ich eigentlich gerne als Topspiel gesehen, weil für Darmstadt geht es um den Aufstieg und Rostock um den Abstieg. Interessante Spiele. Schwer zu tippen, Darmstadt muss man mal schauen, wie sie jetzt gerade da mit dem Druck umgeht. Und Rostock muss auch da punkten. Ah, das ist schon. Ich tendiere aber zu Darmstadt 2-1 Heimsieg. Fadi? Geiles Spiel auf jeden Fall. Also inspiriert mich auch. Ich glaube, Darmstadt lässt da nichts anbrennen. Es werden Überraschungsergebnisse kommen, aber ich glaube nicht in dieser Partie, dass Rostock in Darmstadt was holt. Denn gut, jetzt nach der Niederlage gegen uns, jetzt nur ein 2-2 gegen Hannover. Jetzt wird es dann auch langsam mal wieder Zeit, dass du dann auch mal zu Hause punktest und einen Dreier mal wieder einfährst. Wenn dies nicht gelingt und Janni seinen Tipp ins Rollen kommt, wow, dann wird es spannend dort oben und man kann sich erneut absetzen. Aber soweit ist es noch nicht. Ich sage, gewinnt Darmstadt 2-0 zu Hause. Darmstadt, klare Nummer. Klar, Rostock kämpft ums Überleben, wehrt sich auch, spielt einen guten Ball, finde ich, hat sich gegen Bremen auch teuer verkauft. Dresden weggehauen, ne? Dresden weggehauen, also Rostock, keine schlechte Mannschaft, aber Darmstadt ist zu stark. Darmstadt ist zu stark, nur eine Nummer zu hoch, eine Nummer zu hoch für den Osten, für die Ostseemänner da, für den Osten, genau. Wobei, ganz falsch ist es jetzt nicht. Nordosten vielleicht. Aber Darmstadt zu Hause 4-1. Ja, ja. Aber für mich ist Osten eher so, keine Ahnung, Leipzig und, weißt du, da. So. Rostock ist ja hochgelegen, Alter. Das ist ja auch im Osten. Das ist ja Schwerin, die Ecke da, Junge. Das ist ja, weißt du. Ja, bei uns sind hier in der Nähe. Ja. Kann man sagen, was man will, Alter. Das ist auch der Chat. Christoph Wallo 3-0 für Darmstadt. Günner tippt ein 4-1 für Darmstadt. Matthias Lidien natürlich sagt 3-1 für seine Darmstädter. Klaus Eurig tippt ein 2-1 für Darmstadt. Lorenz bei einem 3-0. Tobias ein 4-1. Moritz Schröder tippt ein 2-2. Jürgen Dau ein 2-1 für Darmstadt. A-Box hat mit einem 0-2 für Rostock. Genauso wie Markus. Christoph tippt ein 4-0 für Darmstadt, Chuck Boris ein 2-1, Daniel HSV ein 3-2, Sven Keller ein 1-1 unentschieden, Oha, Matthias tippt ein 0-1 für Hansa Rostock, Patrick G ein 2-1 für Darmstadt. Geile Nummer. Sauber. Das war der Spieltag, abgerundet von nur Fachexperten. Gehen auch mal durch so ein bisschen kreuzungsweise auseinander, aber also, ja. Ich bin auf der sicheren Seite, wenn meine Tipps anhauen, da sind wir Tabellenführer. Ja, natürlich. Sehr gut. Aber nein, vielen Dank fürs Mittippen, Jungs. Yannick, war wieder richtig geil, mit dir zu schnacken. Auch Philippe, über dich habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Ist, glaube ich, immer was Besonderes, hier mit euch dabei zu sein, mit euch zu schnacken. Fühle ich mich immer gut mit. Mit euch kann ich richtig gut. Hat riesig Spaß gemacht. Euch wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg. Spielt ihr gegeneinander. Bin mal gespannt, wie das Spiel dann am Ende ausgeht. Und ich sage vielen Dank an euch, Jungs. Jo, immer wieder gerne. Mir genau, sehr gerne. Dankeschön, ihr beiden. Wir sehen uns, nur der HSV. Ich freue mich auf euer Spiel, das werde ich ganz besonders beobachten. Viel Erfolg. Nur der HSV. Nur der HSV. Deutschland Kiel. Philippe sagt gar nichts mehr. Nee, besser ist. Manchmal ist es besser. Ne? Besser aber ist, besser geil, ist. Wieder mit den beiden Jungs. Oh, feier ich, ne? Mehr geht nicht. Feiern. Feierabend, würde ich sagen. Jungs und Mädels, das war der Fantalk 78. Wie gesagt, wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, bitte einmal in die Videobeschreibung schauen, dort alles machen. Das Video wird dann in Kürze oben sein, mit euren Kommentar bestücken, dann seid ihr im Lostopf. Nächste Woche Mittwoch ist die Auslosung. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Oder wenn du eingeschaltet hast, richtig geile Nummer. Vielen Dank an die Spender. Vielen Dank an dein neues Abo, falls du abonniert hast, freuen wir uns sehr drüber.
Also, like den Stream, nicht vergessen, supportet auch uns. Wir freuen uns unheimlich auf das Spiel gegen Sandhausen. Wir sind sehr gespannt. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch im Stream. Richtig viel vor. Dann steht Bremen an. Also, mehr geht nicht. Noch zweimal Wein. Dann ist Freitag, dann ist Wochenende. Also, Jungs, macht es gut. Nur der HSV. Fadi ist am Start. Ja, ich kann es euch nur mitgeben. Wer Bock hat auf HSV Werder Bremen, Raut im Herzen trägt, der wartet. Das Video müsste gleich oben sein. Es lädt dann hoch, der Livestream. Wenn ihr dort unterkommentiert, seid ihr mit dem Lostopf. Bitte tragt euch nur ein, wenn ihr daran teilnehmen könnt. Also die Auflagen erfüllt, die in der Videobeschreibung steht. Also mindestens 18 Jahre alt. Naja, den Kanal sollte man abonniert haben. Das wäre schon schön. Und dann seid ihr mit eurem Statement, warum ihr gewinnen wollt und warum ihr die Richtigen seid, dann auch mit dem Lostopf. Seid aber dann auch nächsten Mittwoch dann anwesend bei der Live-Ziehung. Da ziehen wir live aus dem Topf. Seid dort zwingend anwesend, denn wenn ihr gezogen wird und nicht anwesend seid, werden wir diesen Preis dann leider nicht in der Form übergeben können, weil wir die Karte personalisieren müssen. Das heißt, derjenige sollte im Live-Chat sein und wir ziehen so lange, bis wir einen aus dem Live-Chat haben. Von daher, bleibt gesund, ihr Lieben. Ich freue mich auf das Spiel in Sandhausen. Ja. Scheißegal, was ihr macht, aber... Schalte wieder ein, ihr Baggerluten, Alter. Ja, nur der HSV, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Sag nicht tschüss. Du hast es bei mir bemängelt, ne?